Jawohl, ihr Lieben, recht herzlich willkommen hier zum vierten Teil der wahren Offenbarung deutscher Geschichte. Ganz viele sind schon ganz ungeduldig und haben schon gefragt, wann kommt denn endlich der nächste Teil? Heute ist es soweit. Und wie könnte es anders sein? Sitzt hier zu meiner Rechten die wunderbare, einmalige Arwen. Arvin, ich grüße dich. Ich freue mich auf den vierten Teil. Du hast dich wunderbar vorbereitet. Heute stürzt hier garantiert nichts ab. Und ja, also ich bin gespannt, was du den Menschen gleich sagen wirst, weil es geht in erster Linie heute um die Antworten auf Fragen, die ganz, ganz wichtig sind, die auch für andere wichtig sind oder interessant sind. Und du hast da echt dir eine Riesenmühe gegeben und ich bin gespannt, was du hast. Und ich habe im Anschluss dann auch noch was von meiner Seite. So. Gut, dann sage ich jetzt erstmal Hallo da draußen, hallo ihr Lieben. Ich habe mir eure Kommentare durchgelesen, eine Menge gute Anregungen, eine Menge Lob. Das freut uns natürlich ganz besonders. Auch Menschen, die uns gesagt haben, dann sie haben also immer gespürt, irgendwas stimmt nicht und haben den Weg zu Christus wiedergefunden. Das ist hervorragend. Und wir wollen heute auf die Kommentare jetzt eingehen. Fangen wir doch direkt am besten ganz einfach an. Natürlich, das tun wir. Und zwar genau jetzt. Da muss ich nur einmal umklicken aufs Desktop und schon kann es losgehen. So, das ist ein erstes Bild erwähnen. Worum geht's hier? Was war die Frage? Das ist der Mittelpunkt der Erde. Das ist der geografische Mittelpunkt der Erde, der durch die Bibel, Psalm 60, 10, bestätigt sogar wird. Da steht nämlich: Moab ist mein Waschbecken, meinen Schuh werfe ich auf Edom, Philisterland jauchze zu mir. Das ist in der Bibel Seite 427 im Neuen Testament. Das ist, du meinst diesen Schuhabdruck, den hatten wir am letzten Video schon, ne? Genau. Den Aber wir ich hatte auch. jetzt erst den passenden Bibelvers dazu gefunden. Ich wusste nämlich nicht mehr, welcher es war, aber jetzt haben wir ihn. Ah, hast du extra rausgesucht, Ja. super. Ist natürlich wieder schön hier, hart, ne? Dann geht's, ja, also sensationell. Das ist, also hier ist auch der Kiffhäuser, den wir am Anfang gesehen hatten. Den hatten Genau. wir. Also vielen Dank für denjenigen, der dieses Video erstellt hatte. Ja, der Link, der Originallink vom Video, den stellen wir natürlich unter das Video. Wir möchten ja hier nichts. Ja, wir leihen uns das nur aus, weil das halt wunderbar zu unserer Geschichte passt. Ja. Gut, soll ich weitergehen? Gerne. So, jetzt kommt etwas. Ja, da sagte jemand, und zwar ist das die Christine, die sagte, Jesus ist auch nicht gestorben, sondern mit seiner Familie nach Frankreich gegangen. Ja, nach Frankreich ist er nicht gegangen, er ist nach Frankenland gegangen. Das ist ein gewaltiger Unterschied, weil wir hatten bei uns hier im Land Ostfranken und Westfranken. Also das Frankreich von damals, wie wir es heute kennen, das gab es noch gar nicht vom Namen her. Deshalb hier bitte einfach Frankreich gegen Frankenland austauschen. Dann stimmt das schon. Ich habe aber auch gehört, also oft schon, ne, dass in Frankreich Maria wäre da dort in einer Höhle, hätte dann noch gewohnt. Und irgendwie gab es doch so einen Priester im Rennes de Chaton, der auf einmal ganz schnell zu Reichtum kam. Hat aber nie gesagt, was er da wirklich. Es wird wohl sein Geheimnis bleiben, wie er zum Reichtum kam. Ja, aber es soll ja angeblich mit dieser Geschichte zu tun haben. Wissen wir das? Nein, wir wissen es nicht. Oder es kann auch eine Ablenkung sein. Kann auch eine Ablenkung sein. Aber wie gesagt, zu der Zeit damals gab es das Frankreich als solches noch nicht. Es hieß Frankenland. Es gab Westfranken und Ostfranken. Die Westfranken waren am Rhein, jenseits, also hier jenseits des Rheins, und die Ostfranken waren eben im Raum Thüringen, das würde man heute Sachsen-Anhalt nennen, das war damals Askanien gewesen. Also von der Warte her, einfach nur den Namen ordnungsgemäß stellen, dann kriegt die Geschichte gleich einen anderen Hintergrund. Du hast mir auch irgendwas gesagt mit also Sachsen, dass wir hier auch sozusagen Sachsen sind. Ja, natürlich. Ja, erklär es doch mal unseren Zuschauern. Ja, also wir werden im späteren Teil auch noch auf den Jordan kommen. Der eine Teil der Deutschen, der wohnt im Ostjordanland und der andere Teil wohnt im Westjordanland.
Und so ist das auch mit den Sachsen. Wir haben die Ostsachsen, wir haben die Westsachsen. Wir sind hier, die im Augenblick befinden wir uns hier im westlichen Sachsen, sage ich jetzt mal, weil Niedersachsen als solches hat es auch gar nicht gegeben. Ganz interessant ist auch der Begriff Niedersachsen, was nämlich übersetzt bedeutet, nieder mit den Sachsen. Ja, also das Land hat nicht, oder das Bundesland, in Anführungszeichen, hat ja irgendwo, der Name hat seinen Ursprung und der hängt damit zusammen, nieder mit den Sachsen, das war der Schlachtruf gewesen. Daraus wurde Niedersachsen. Passt ja wieder. Also gut, die deutsche Sprache ist ja sowieso perfekt. Da fällt mir gerade ein, die Astrid hat gestern und die letzten Tage so oft geschrieben, auch mit Jackie, ihr hat Hannover ganz doll angetan. Hannover hat ja das Weiße Pferd, wo wir gerade bei Niedersachsen sind. Hannover ist ja Niedersachsen. Also ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Ort. Also gut, welcher Ort ist eigentlich nicht wichtig, ne? Okay, dann hast du hier was. Ja, da heißt Frostfossil hat geschrieben. Und zwar, sorry, Arwen, denn ich mag dich und respektiere deinen Höllenkampf durch die 1000 Bücher der Geschichtsverdreher. Und Wallenstein fake, dann Magdeburg wurde von der Mattflut überspült und dann circa 30 Jahre brauchte das Wasser, um zu versanden. Also gehen wir jetzt erstmal auf den Part ein. Wir werden jetzt gleich im Anschluss auf diese Mail hin, weil er hat ja noch mehr hier Wasser, ja. Was er hat. Werden wir jetzt Stück für Stück durchgehen. Er spricht da von dieser Mattflut. Ich hatte ein Buch gefunden aus der Schweiz, das ist irgendwann im 16. Jahrhundert geschrieben worden. Und es gab also schon im 12. Jahrhundert hier in Deutschland, gab es schon wesentlich größere Fluten, als wir das heute überhaupt in den Geschichtsbüchern finden. Und das Magdalenenhochwasser gilt also selbst nach Aussagen von Fachleuten als das gewaltigste Hochwasser der oder zählt mit zu den gewaltigsten Hochwassern der Erde. Ja, es war eine wirkliche Katastrophe gewesen. Also ich weiß, in Frankfurt und auch in Köln war das der Fall. Da sind die Leute mit den Booten über die Stadtmauern gefahren. da in Frankfurt die Kirche, die muss komplett unter Wasser gestanden haben. Es war eines der schlimmsten Hochwasser, die Deutschland jemals erlebt hatte. Aber wie gesagt, es gibt noch wesentlich mehr und einen Teil davon haben wir jetzt eben ganz einfach hier mit reingepackt, um mal zu zeigen, dass das, was wir so finden heute, wenn man nach Fluten in Deutschland sucht, man findet gerne die große Mahntränke, die kleine Mahntränke. Das kann man auch auf Wikipedia auch lesen, aber es gab viel, viel mehr Fluten, als uns überhaupt bekannt ist. Ich kenne ihn, das ist der gute Janik. Wir hatten früher mal ein Video zusammen gemacht. Okay. Da ging es früher um die Form der Erde und solche Sachen. Das war noch damals bei Giovanni. Ein ganz helles Bürschchen. Ja, manchmal habe ich bei ihm immer gedacht, der rückt nicht ganz so raus mit der Sprache. Aber ich sehe das an seinen Kommentaren. Wolltest du dann hier noch drauf eingehen? Achso, da haben wir noch Kongress zur Neuordnung. Die nur bis zum Harz vordrang. Und die ihn bis Garnerona östlich umfasste. Ja, da geht es jetzt wieder um die kleinere Flut. Wie gesagt, um die 1812er hat er hier. Ne? Mhm. Also, da holen wir jetzt mal ganz weit aus, weil jetzt müssen wir die Geschichte, jetzt müssen wir so ein richtig, jetzt kracht's im Gebälk, sage ich jetzt mal, weil er spricht auch hier von Napoleon. Und die Feldzüge, das werden wir jetzt klarstellen. Das kommt jetzt hier in dem Teil klar. Und wir werden auch die alte Stadt Wien, die ist allerdings jetzt im Moment nicht drin, weil da wird noch viel zu kommen. Mhm. Ist einfach so, also die Stadt Wien werden wir noch vorstellen, das alte Wien. Mhm. Das alte Wien. Ja, ja. Aber wir werden jetzt auf die Schlacht werden wir eingehen von Napoleon. Ja, da hat sich nämlich Bemerkenswertes herausgestellt, da war ich also selbst völlig überrumpelt. Und das Hochwasser, wie gesagt, was hier ist, ich habe eine Menge alte Sagen gelesen und da gab es eine Sage, zum Beispiel im Harz, die habe ich in meinen Büchern vor allen Dingen, da habe ich ja ganz stark mitgearbeitet auch, ein Paar, was zusammenstand, das war im Harz und dann kam schlagartig diese Flut und der Mann stand auf einmal auf dem Berg und die Frau stand auf dem Berg und die Flut ist weit, weit ins Land gelaufen, also viel weiter als uns bekannt ist
Und auch dieses Magdalenenhochwasser, das ging weit bis hinter Frankfurt. Also hier waren ganz, ganz, ganz große Teile Deutschlands, Sachsen, Niedersachsen, der Harz, das Rheinland, komplett überflutet. Ich finde es jetzt hier wieder super interessant, weil er wieder Napoleon erwähnt. Napoleon hat ja ziemlich viel gewütet in Deutschland. Und jetzt müsste eigentlich der letzte Mal überlegen, wieso war der immer in Deutschland? Es gibt doch Fotos, wo er vor den Pyramiden steht in Ägypten. Nein, das war ja alles hier. Ja, deswegen ist das hier passiert. Und deswegen wird der Name Napoleon hier immer wieder auftauchen. Auch heute, ne? Ja. In weiterem Verlauf. Ja. Ich mache es ja so, du hast ja hier markiert, ich lese dir es immer vor und du sagst dazu was, ja? Zur plastischen Leihwunder mal an verschiedenen Orten einen Mann am Kreuz gebunden, Erstickungstod aufhängten, der hier oder dort, beziehungsweise Konstantinopel, Braunschweig etc. die Wahrheit gegenüber vielen Menschen auszusprechen wagte. Den wahren Jesus jedoch, der 200 Jahre später als Kaspar Hauser, hatten wir heute, ne? Ja. Einen neuen Menschenkörper bewohnte. Da hat ja Ante Sophia, ja, da ist man Zusammenhang, ich glaube von einem Kommentator war das gewesen, er hat einen Zusammenhang da oder hergestellt, dass Kaspar Hauser gegebenenfalls eine Inkarnation von Jesus Christus war. Also ich behaupte das nicht, ich habe es gelesen, es war auch für mich komplettes Neuland, aber auch Kaspar Hauser hatte ja einen ganz gewaltigen Leidensweg und auch die Antje Sophia im Übrigen, die ist also dadurch, weil sie eben sehr spirituell ist und weil sie auch eine sehr starke Anbindung an, ich sag mal, nach oben hat, sie hat einen schweren Leidensweg hinter sich und sie erscheint mir wirklich von dem, was sie sagte, es erscheint einfach stimmig. Da geht der Bauch irgendwo mit. Und wenn der Bauch nicht mitgehen würde, dann würde man auch sagen, Finger weg. Aber das erscheint wirklich stimmig. Ich hatte sie auch schon vor Jahren gehört und habe ihren Weg damals verfolgt. Wie gesagt, es gab damals nicht so viel Interessantes in der für mich. Was sie da so gesagt hat immer, ich fand das einfach immer nur, sie hat immer so gelitten in ihren Videos. Ja? Sie hat immer gesagt, sie weiß auch nicht mehr, wie lange es noch geht und so. Viele haben das für eine Show gehalten. Ich konnte es noch nicht einordnen, aber heute gibt es natürlich jetzt im Zusammenhang mit Kaspar Hauser wieder ein Riesenbild. Ganz genau, ganz genau. Okay, dann geht es hier noch weiter. Hier hast du aber nichts mehr. Nee, das gehört dazu. Essen. Da okay. Können wir okay. Draufgehen. So, jetzt hast du hier was angekreuzt. Ja, und zwar ist das jetzt ein Teil aus so einem alten Buch. Und da steht, ich zitiere jetzt, du weltkündige Stadt Rom, unter dem Kaiser Vespasiano, unter dem Kaiser Antonio und unter dem Kaiser Commodo, hast den Zorn erfahren dieses Elends. Elements. Auch du, schöne Stadt Venedig, anno 1109 und anno 1514, du Stadt Lübeck, anno 1209, du Stadt Konstanz, anno 1314, du Stadt Krakau, 1125, du Stadt Basel, anno 1253, du Stadt Worms, anno 873, du Stadt Wien, anno 1518 und vor wenigen Jahren du Stadt Passau etc. Ihr alle habt den Grimm und Zorn dieses Elements erfahren. Also hier haben wir schon wieder eine ganze Menge Städte, die von diesen Fluten ganz einfach heimgesucht worden sind. Und dieses 12. Jahrhundert, das ist ja so wirklich ein ganz, ganz entscheidendes Jahr, weil wir hatten ja auch gesagt, dass die Kreuzigung im Jahre 1019 stattfand. Und es gibt eine Karte, die habe ich aber, die fällt mir jetzt erst ein, sorry, kann ich aber nachreichen. Es gibt eine Karte, da ist Rom gezeigt und merkwürdigerweise sind da Fragmente von Gebäuden, von Säulen, von irgendwelchen Reliefen und so, die sind gesammelt und sind alle durchnummeriert. Also als wenn man sie wieder aufstellen wollte, weil wer nummeriert schon, ich sag mal, Bauschutt? Ja, das macht im Allgemeinen kein Mensch, da kommt bagarunter Zeug weg. Aber das ist wirklich durchnummeriert. Und ich denke, diese Durchnummerierung hat von ganz entscheidender Bedeutung für das, was uns ich sag mal so als Wahrheit vorgegaukelt wurde oder so, ne? Aber okay. So, und dann geht's ja weiter. Dann dieses Feuer hat die Söhne und Kinder des Hohenpriesters Aaron auch verzehret, also das alte deutsche Sprache.
Umweilen sie in göttlichem Opfer gefleht haben, dieses Feuer hat diejenigen verzehret, welche den Propheten Eliam wollten fangen, dieses Feuer hat die Israeliten durch die ganz glühende Schlange geplagt. Ich weiß, das hört sich schwer an, das ist auch für, also ist auch für mich relativ schwer zu lesen, weil... Ich lese gerne vor, die nächsten gut. Und du... Gut, dann lasse ich dich lesen, ja, weil das ist für mich grauenvoll. Aber trotzdem, ganz kurz, die Wittler schreibt antworten. Wenn ihr seht, wie sie schreibt, dann glaubt ihr nicht, was sie gerade sagt, weil sie schreibt wie ein Philosoph. Okay, ne? Das werdet ihr dann sehen. Übrigens haben ja viele gefragt, wann denn endlich die Bücher kommen. Also bitte, Leute, geduldet euch ein bisschen. Ja, bitte. Das bitte. Wird vor nächstes Jahr nichts werden. Wir haben im Augenblick so viel und vor allen Dingen, wir haben, ja, wie soll ich das jetzt sagen, bei uns hat einer auf die Bremse getreten. Ja, wir haben also gesagt bekommen, für dieses Jahr die Füße flach halten oder stillhalten. Und weil es stehen dieses Jahr riesige Ereignisse noch vor der Türe, das weißt du auch. Mhm. Der wird vieles, ja, ich sag mal so, wie ein Wirbelsturm durcheinanderhauen. Und deshalb ist im Augenblick der Befehl, also Füße stillhalten, ausruhen, vor allen Dingen, das ist auch ganz wichtig, in die innere Ruhe kommen, weil wir brauchen jetzt unglaublich Kraft für das, was jetzt kommt. Das weißt du auch, ist dir auch bekannt, ne? Ja. Und von der Warte her, aber es ist völlig egal, wir vergessen euch nicht und das Ganze geht auch weiter hier. Definitiv. Und dann wird es erst richtig haarig, ne? Das hier ist ja nur so ein... Das ist aber schon mal ein Zusammenfügen der Puzzleteile, wie, wo was in Deutschland passiert ist, wieso das passiert ist, wo die Orte sind. Ja, das ist genauso wichtig wie das andere, aber man muss ja irgendwo anfangen und deswegen ist es besser, damit anzufangen, wo jeder selbst erstmal schauen kann. Mhm. Und dementsprechend, wie jetzt jemand auch geschrieben hat, er möchte Beweise oder... Also er kann ja das, was du sagst, gerne mal widerlegen. Ja, aber ich glaube, ich habe den Kommentar, habe ich auch hier drin. Ja, okay. Dann also da kommen wir dann gleich drauf. Wir machen jetzt erstmal hier weiter. Also hier ist ja zum Beispiel Isaak ist ja, oder Isaak und Aaron ist eine Person, sind miteinander identisch und er war eben, oder seine Heimat wurde in der Nähe der Stadt Halle, das heißt im Vorort heute. Da ist ja auch der Vorort Sarah, ne, von dieser Sarah, die Gattin Abrahams. Also er hat da gewohnt und wenn man das denn hier liest, ne, das Feuer über die Stadt kam, dann weiß man, es ging da um die Stadt Halle. Mhm. Ah, sehr interessant. So, dann hast du hier was von Zeit Online. Ja, das ist Zeit Online. Soll ich es vorlesen? Ja, bitte. Also die Deutschlands Jahrtausendflut. Geschätzte 13 Milliarden Tonnen Boden gingen verloren. Die Bedingungen am Boden verschärften die Katastrophe. Nach dem kühlen und feuchten Frühling waren die Wasserspeicher voll. Dann kam Anfang Juli eine Hitzewelle, die den Boden schnell ausgetrocknet und verkrustet hat. Die Versickerung war also stark eingeschränkt, als der sinnflutartige Regen begann, sagt Glaser, der sich seit seiner Zeit an der Universität Würzburg mit der Katastrophe beschäftigt. Die Landnutzung spielte ebenfalls eine Rolle. Die Menschen bewirtschaften häufig Hänge und betrieben Wühlbaggerbau. Hab ich schon nie gehört. Ich auch nicht. Wie es sein Kollege Borg beschreibt, diese Äcker liefen oft mit dem Gefällen über. Große Teile, okay, dann fehlt der Rest. Ja, es ging jetzt nur also darum, um jetzt einfach mal diese 13 Milliarden Tonnen Erde. Mhm. Ja, wir hatten eben das Thema Mattflat, also Magdeburg mit einer Schlammflut übersehen. Und das hier ist jetzt, also hier geht es um 13 Milliarden Tonnen. Das ist unglaubliches Material, ist das. Was durch so eine Flut da ausgelöst worden ist. Mhm. Ja, und wir hatten, also wie gesagt, in Deutschland, kommen wir ja gleich noch auf das nächste, wir hatten so viele Fluten gehabt, auch wirklich Unwetter, wo die Flusspegel, die Seen überliefen. Und das ist heute nicht gelistet. Das, wie gesagt, war ein Schweizer Buch, ein altes Schweizer Buch, was ich da gefunden habe. Und das sind mehr Informationen wahrscheinlich im Außen zu finden, wie wir es im Moment hier im Inneren finden. Und dadurch wird es ganz schwer, eine Rekonstruktion zu liefern. Ist nicht verwunderlich, dass wir das hier nicht finden, ne? Ja, mich wundert es nicht.
Oh, dann hast du hier etwas ganz, ganz Altes. Ja, aus dem Jahre 1277. Ebenfalls den 25. Dezember. Ja, die Weihnachtsflut. Weihnachtsflut? Mhm. Vielleicht liest du das mal vor. Kannst du das vorlesen? Schaffst du das? Ich gebe mir Mühe. Die grausame Meer- und Wasserfluten, die rote Flut mit zwei Fluten, ja. Fluten, welche schon zu vielen Leontis her denen nordwärtlichen Küsten den Untergang drohen, machen, dass die betrankte Einwohner sich Einwohner sich gegen die andringende Macht des großen neuen Dämme, also ich verlese mich hier nicht, sondern da steht das so. Das steht so, ja. Zur Definition stellen und einen ewigen Krieg führen müssen, da indessen immer ein Insel mit so vielen Menschen und Vieh, denen tobenden Winden und Wellen zur Beut werden. Gleich wie nun diese, auch wie jene im Dollart. Also anno 1277 ebenfalls den 25. Dezember im Wasser zu versinken. So habe ihn Gegenteil, das wird ja alles, also das ist ja komplett anders geschrieben. Natürlich, das ist das ganz schwer zu lesen und zu verstehen. Okay, wir wollen auch die Mittelrätsel nicht damit belassen. Aber da ist ja noch was, die Stadt Malaga, sehe ich hier gerade. Ja, da ist auch noch Venedig genannt. Venedig, und genau. Da ist Hispanien genannt. Und Hispanien war eben nicht das heutige Spanien, das sondern der... Hier ist Hispanien für alle, die genau. Es suchen gerade. Hier ist Venedig, Hispanien und hier ist Malaga. Genau. Und Hispanien war also... es gab damals kein Spanien. Also Italien... Und Spanien waren eins, genau wie Portugal. Das hat der Papst dann irgendwann mit Zirkel, hat er die Länder kreiert. Und dann wurde auch aus, ich meine, das war ja taktisch ganz clever, ne? Also er kann ja immer sagen, also wir Italiener, also er als Pope, wir haben das nicht gemacht, ne? Also wir sind dafür nicht schuld. Und dann ist dieses Spanien ins Leben gerufen. Also Hispanien ist Italien, weil Italien, Spanier und Portugiesen eins sind. Oh, ja, das ist ganz wichtig. Wird dir wieder für Wirbel sorgen, was du da sagst. Ja, und dann geht es hier um die Stadt Venedig, die stellen wir jetzt gleich vor. Malaga, liest du das? Ich spreche mir da immer die Zunge ab. Die Stadt Malaga, so erdesen von den Meerwellen und von einem guten Sprung trockenen Landes entfernt liegt. Ein gleiches von der Natur beschriebene Seen. Ja. Also das ist jetzt von der Karte Gallica. Wir stellen den Link unten ein, kann sich jeder selbst angucken. Da ist das ein ganz alter Text, der da drauf ist. Der steht auch dann nochmal in Latein, ne? Et Phönicia Tyros. Also das ist ganz wichtig, ne? Weil es geht ja um ganz hier. Et Phönicia Tyros. Ja. Und da steht dann Antissa, also da stehen noch so ein paar Namen drauf. Die Karte kann sich jeder raufholen, kann sich sie selbst angucken. Es ging auch jetzt nur darum, um zu zeigen, ne, welche gewaltigen Fluten hier über uns gestürzt sind. Und wenn du jetzt weiter runter gehst, da kommen noch ein paar Links, kann sich jeder auch von mir aus einen Screenshot machen, kann sich das angucken. Nein, ich bin so nett. Bevor ich das Video hochlade, setze ich die alle und das... Ich setze alle Links, die ihr hier findet, unter das Video. Dann könnt ihr dann draufklicken. Ja, genau. Genau. Also zu dem, wie gesagt, zu dem Magdalenenhochwasser, das ist in die Geschichte eingegangen als eines der schlimmsten Hochwasser überhaupt. Und es gibt eben eine Menge Stimmen. Das haben wir jetzt hier unten auch. Die Fluten waren regional, nicht global. Also hier wird keineswegs von der weltweiten Sintflut geredet, sondern von regionalen Überschwemmungen, die aber im Grunde genommen dennoch den Charakter einer Sintflut hatten. Sehr interessant, dass sie ausgerechnet wieder einen weiblichen Namen hat, Magdalenenflut, weil, also wenn überhaupt Krieg und Zerstörung, dann dürften sie ja gar keinen weiblichen Namen haben. Es gibt auch manchmal Tiefs, die dann auch einen weiblichen Namen haben. Richtig. Bei Wetterdien zum Beispiel. Weil, also die Weiber sind immer vom Namen her negativ. Ja. Ja, wir bedeuten immer Regen.
Und die Männer bedeuten immer das Hoch. Ne? Da kommt Hoch August und Hoch weiß ich nicht wie. Aber bei den Stürmen, das ist das Einzige, wo man so ein Gleichgewicht besteht. Wir hatten ja, ich glaube im letzten Jahr war das gewesen, da ist ja über Amerika ist ja John, der Sturm John und dann Mary drüber gegangen, also Josef und Maria ist drüber gegangen. Und was war damals bei Mississippi? Das war doch dieser Hurricane Katrine. Ist wieder ein weiblicher Name. Katrine ist auch eine Heilige, ja. Es sieht aus, als hätte die ganze heilige Familie da um sich geschlagen. Und ganz interessant ist es, wir hatten ja vor ein paar Jahren hier auch so heftige Wirbelstürme. Also vor allen Dingen im Winter. Und da war einer, der hieß Irmin. Und dann habe ich mir den Namen angeguckt und dann hat es bei mir nur klick, 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 klick gemacht. Ne? Also das war wie so ein Geldautomat da oben. Ne? Alles klar war, warum dieser Name gewählt ist. Und der hat auch entsprechend getobt. Also es gibt durchaus einen Zusammenhang, sage ich jetzt mal mit der Benennung meteorologischer Stürme mit Namen und dem Weltgeschehen. Selbstverständlich. Absolut. Ist alles miteinander verbunden. So, das Wiederauftauchen von Atlantis. Ja. Durch ein zeitgleiches Erdbeben wird sich ein neues Land aus dem Ozean erheben. Dieses Land war schon früher einmal da. Das Klima ändert sich. So, das hast du aus einem Video. Ja. Und zwar von der Alois Erlmeier. Ich habe diese ganze Prophezeiung, aber ich wollte jetzt nicht wirklich auch noch die ganzen Prophezeiungen durchgehen. Hm. Und dann hatte ich aber das hier gefunden, nämlich diese Aussage stammt von Erlmeier. Und es geht da wirklich darum, dass er gesagt hat, Atlantis wird wiederkommen. Das sagen im Übrigen ganz unterschiedliche Seher haben das auch gesagt. Atlantis wird wieder auftauchen. Mhm. In diesem Zusammenhang fand ich das mal ganz interessant. Jetzt kannst du mal weitergehen. Die schöne Stadt Paderborn hat anno 847 zur Zeit und Regierung des Kaisers Letari den Zorn gesehen dieses Elements, in dem erstlich um die Sonne ein wunderlicher runder Zirkel von männiglich ist beobachtet worden. Sobald aber dieser verschwunden ist, ist die ganze Stadt in dem Feuer gestanden. Du weltkündige Stadt Rom unter dem Kaiser Vespasiano, unter dem Kaiser Antonio und dem Kaiser Commodo hast den Zorn erfahren dieses Elements. Auch du schöne Stadt Venedig anno 1109 und anno 1514. Das ist hier wieder das fast identisch wie das, was oben stand. Ne? Genau, und jetzt haben wir nämlich den Schlüssel zu Venedig. Hier ist dieses Veneta. Hier? Ja, hier liegt Veneta. Vor Usedom hatten wir letztes Mal schon erwähnt, aber da sind uns ja die Karten fliegen gegangen. Also das ist das alte Venedig. Venedig und Veneta gleich Wendenstadt ist eins. Und sie galt gemäß Reiseberichten als ein Schmelztiegel im Orient, so ist sie beschrieben worden. Und wer heute noch nach Usedom fährt, der findet auch dieses Hinweisschild noch nach Veneta. Im Übrigen ist diese Stadt besungen worden mit die Glocken von Veneta und Kinder von Atlantis, jede Menge Sagen. Also da lässt sich einiges finden. Und zuweilen sagen die Leute, also je nachdem, wenn das Wasser nicht so hoch steht, vor allen Dingen so um die Ostertage rum, weil es ist Ostern gewesen, wo Venedig abgesoffen ist, dann könnte man die Stadt sehen. Ich meine, gut, einbilden kann man sich viel, aber vielleicht ist da was dran. Ich meine, also ich kann dir sagen, dass das Venedig, das wir heute kennen in Italien, ist eine Geisterstadt. Aha. Der Giovanni Alaimo, der hatte mal ein Video gemacht letztes Jahr, der ist nämlich nach Venedig geflogen. Und auch die Hinfahrt war schon sehr skurril. Die mussten nämlich dreimal das Flugzeug verlassen. Ja? Aha. Einmal soll ein Stück Plastik abgebrochen sein im Cockpit. Einmal, also wir hatten damals, wir waren damals ein bisschen enger zusammen und er hatte mir ganz viel geschickt, was passiert. Die sind Stunden später erst losgeflogen. Dreimal wurde das Flugzeug, konnte nicht losfliegen. Und dann hat er ein Video über Venedig gemacht und hat auch gesagt, da wohnt gar keiner in diesen ganzen Häusern. Die tun zwar die Blumenkästen und so und die Fenster dekorieren, aber da wohnt keiner. Ja, also nur für Touristen? Es ist eine Touristenstadt. So und sonst ist da... Doch, gibt es eine Kirche. Da wohnen schon ein paar, aber so, wo die Gondolieren durchfahren und so, da wohnt keiner. Ja? Da wohnt keiner. Vielleicht gibt es eine Putzfrau, die mal da durchgeht. Oder so. Putzfrau, die mal da durchgeht, ist gut. Ja, okay. Das ist eine reine Touristenstadt.
Ja, vielleicht hat man das heutige, oder ich sage mal, das alte Venedig ist ja verloren. Und ganz interessant möchte ich dabei noch sagen, wenn du die Karte nochmal zeigst, als Venedig, als Veneta untergegangen ist, dann sind nach einer alten Sage die Schweden gekommen und haben mit ihren Schiffen die 12 Tore, also Veneta hatte 12 Stadttore gehabt. Und diese 12 Tore sind aus dem Wasser gefischt worden. Also eigentlich, wenn man wenn Stein zu Boden fällt, oder gerade so im Meer, dann ist der weg auf Nimmerwiedersehen. Aber diese alte Sage besagt, dass die 12 Tore eben von den Schweden gerettet wurden. Was daraus geworden ist, weiß keiner. Vielleicht irgendwann. Vielleicht irgendwann. Schön wär's. Weil es kommt doch so viel ans Licht, wieso nicht das auch? Seitdem es ist vernichtet worden, das wissen wir nicht. Ja. Achso, und zu den Wenden möchte ich noch sagen, die Wenden sind identisch mit den Türken. Ja. Und aber das wird im weiteren Verlauf noch eine große Rolle spielen. Nur jetzt mal, um das noch anzuhören, weil das alles hier also ja komplett auch zusammensteht, dass das wirklich eine Stadt der Türken war und deshalb auch der Orient dann. Ne, das geht ja schon mit, wenn man das so hört. Aber wie gesagt, auf der Orient stellen wir gleich noch vor, damit da keine Missverständnisse entstehen. So, oh, hier geht es um Engelland, ne? Ja. Also lese ich nur das Gelbe vor? Wir brauchen die Jahresdaten da oben mit dazu. Also die Stadt Lübeck anno 1209, Stadt Konstanz anno 1314, Krakau 1125, Basel anno 1253, Worms anno 873 und die Stadt Wien anno 1518 und vor wenigen Jahren zur Stadt Passau. Ihr alle habt den Grimm und Zorn erfahren dieses Elements. Zu Zeiten des hohen Bischofs Wilfriedi, ehe und bevor er in Engelland kommen, ist das selbst drei ganze Jahr kein Tropfen Wasser gespüret worden, aus welchem dann das größte Elend erwachen. Zu Zeiten des Vincenti Ferreri hat in etlichen Orten in Frankreich, sonderlich bei Carcassona, vor dem Monat Julio an bis dem Januarium hinaus niemalen ein Regen den Erdboden ergötzt. Jetzt kommt das Gelbe. Mhm. In der Insel Chio ist zwei Jahre nacheinander die Luft also trocken gewesen, dass nie ein Tropfen von dannen auf den Erdboden kommen, welches die Türken das selbst in die äußerste Not gestürzet. Anno 565 in Liguria, anno 545 im Orient, anno 1348 in Occident, anno 170 zu Rom, anno 746 zu Konstantinopel ist die Luft giftherb gewesen. Das ist ganz giftig. Wessenthalben viele hunderttausend Menschen zu Grund gegangen und an der abscheulichen Pest gestorben. Ja. Ja. Also hier haben wir jetzt wieder, ne? Ligurien werden wir, zumindest gemäß diesem Zeitalter, werden wir in einem der nächsten Teile erst bearbeiten können, weil es einfach sehr, sehr umfangreich ist. Konstantinopel, ja, lag auch nicht da, wo es heute ist. Hier haben wir dann der Okzident wieder, wir haben den Orient. Und man sieht also jetzt hier allein an den Jahreszahlen, dass diese Katastrophen, die in den Jahren stattgefunden haben, wir müssen das ja immer jetzt wieder auf hier beziehen. Mhm. Ja, weil es geht ja um die deutsche Geschichte. Richtig. Und Ligurien lag eben auch hier, Konstantinopel lag auch hier, werden wir alles noch zu kommen. Aber diese ganzen Katastrophen haben sich hier abgespielt. Ja? Und wenn wir heute diese Namen hören, dann denken wir, ja, da in dem Land und dem. Ja, ja. Nee, das hat alles hier komplett stattgefunden. Und dann muss man sich die Frage stellen, ja, warum zürnen die Elemente so? Also ich habe ja letzte Woche einen guten Beweis gefunden, als ich bei Susanna war von Freie Seelen 2020, waren wir oben auf einer Burg. Und in dieser Burg und auch nebendran gibt es ein paar Hügel, da ist auch so ein kleiner Tunnel, ist alles voll mit Kieselsteinen. Und Kieselsteine gibt es nun mal nur am Meer. Ja, wow. Die Burg wurde auch mit aus Kieselstein und einer Art Zement gebaut. Ja? Okay. Ich war da, ich habe auch Bilder, habe ich jetzt aber nicht dabei, kann man mir gerne glauben. Ja? Also was ich dazu ergänzen kann, das geht ja jetzt nicht um Kieselsteine, aber wer jetzt mal nach Timmerode fährt, an die Teufelsmauer, ich war persönlich da, ich habe den Sand gefühlt,
Das ist Meersand. Das ist Meersand. Und der fliegt ja nicht durch die Luft, also nicht tonnenweise so, dass es auf einer Stelle da wirklich nichts anderes als diesen Sand gibt. Und dieser Fels, wenn der ein sehr waches Auge hat, der erkennt in dem Fels auch mehr als nur ein Fels, bedarf aber genauen Hinsehens. Und der Sand, also dieser feine Sand, der da liegt, der muss ja irgendwie auch dahin gekommen sein. Ja, natürlich. Und wie gesagt, ich war da oben, wir sind im Berg hoch. Da oben, ja. Du holst nicht vom Meer Kieselstein, um da oben eine Burg zu bauen. Das machst du nicht. Ja. Nee. Ja, und der war auch richtig versteinert, im Fels drinne versteinert. Also, das muss alles mit dieser Flut zu tun gehabt haben, wie gesagt. Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass bis Anfang des 19. Jahrhunderts, dass der Rhein rund 2.500 Inseln hatte. Ja, also man ist von Insel zu Insel zu Insel. Man konnte quasi hin und her hüpfen, Rhein rauf, Rhein runter. Er hat ja auch bei weitem nicht diese Fließgeschwindigkeit gehabt, die der Rhein heute hat. Durch die Begradigung ist ja nun auch die Fließgeschwindigkeit extrem hoch. Also wer heute in den Rhein fällt, der hat kaum eine Chance, dass er noch lebendig rauskommt. Aber damals, der hatte viele Arme gehabt, auch darüber habe ich alte Karten, dann wird alles auch noch zur Sprache kommen. Der hatte unglaublich viele Arme und er hatte ein weites Bett, also so wie wir das heute kennen, in also weiter südlich von, was ist das da unten? Ist das jetzt Pfalz oder was? Müsste ich jetzt nachgucken, aber auf jeden Fall, da hatte der ein richtiges Tal, wo der Fluss sich ausbreiten konnte, wenn das Wasser stieg. Und durch die Begradung ist ja alles weg und deshalb drückt das Wasser ja heute auch hoch und reißt alles mit sich. Der Verlauf des Rheins war ein ganz anderer als heute. Ja, ja, ganz anders. Das hattest du ja schon mal gesagt. Ja. Was denkst du, wann das passiert ist mit diesen ganzen Begradigungen? Ich tippe mal 18. 18. Ende 18. Und ich meine jetzt 18, ja. Also wir sagen ja immer so, das 18. Jahrhundert rechnen wir ja schon als das 19. Also nee. Jetzt sind wir im 21. Jahrhundert. Nee, wir sind nicht im 21. Wir sind im 20. Jahrhundert plus 20 Jahre. Das ist nämlich genau ein Grund dafür, warum die ganze Geschichte völlig verzerrt worden ist. Der ganze Kalender stimmt nicht. Ja. Wir haben keinen Kalender, wo wir sagen können, der stimmt. Ja? Da ist so oft drin rumgefuscht worden in dem Kalender, dass man heute, das hatte der Professor Lassi ja auch schon erwähnt bei seinen Recherchen mit seinem Team von Mathematikern, es passt zeitlich überhaupt nicht zusammen. Ist ja auch klar, kann ja auch nicht. Wenn die Kalender nicht stimmen, können auch die Zeiten nicht stimmen. Folglich ist auch, und damit habe ich jetzt vielleicht eine Frage für, die auch noch aussteht, von der Kommentatorin. Wir können keine Zeitangaben machen, das ist völlig unmöglich. Das wird niemand und jemand, der gewissenhaft arbeitet, wie der Professor Lasse und sein Team, da gehe ich fest von aus, das sind Leute, denen man absolut da vertrauen kann, die mit Zahlen umgehen können, die sagen, es passt nichts zusammen, dann sollten wir uns nicht anmaßen und sagen, ich will aber jetzt Jahreszahlen haben, weil das einfach nicht stimmt. Können wir ja gar nicht beweisen, belegen, ja. Nee, aber was wir beweisen können, ist ja jetzt zum Beispiel mal mit Venedig, ja. Das alte Veneta war das alte Venedig und hier wird vom Jahre 500 und so viel und vom Jahre 1200 gesprochen. Also muss Venedig am Sinus Venedicus, so nannten die Venezianer und die Wenden da oben diesen Teilabschnitt um Usedom, von der Ostsee, Sinus Venedicus, also venedisches Meer oder venedischer Meerbusen, ja, er muss ja existiert haben. Er muss existiert haben in dieser Zeit. Und dann stellt sich einfach die Frage, wann ist denn die Stadt wirklich abgesoffen? Ja, wann ist sie wirklich abgesoffen? Ja, wie gesagt, hier ist komplett alles verdreht. Das kann man gar nicht rekonstruieren, das geht gar nicht, weil ja auch viel zu viel auch verdreht und vernichtet wurde. Ja? Es sind viele, viele Bücher vernichtet worden, viele Schriften. Ja. Aber ich denke, in der sogenannten Zukunft, wenn wir Zugang zum universellen Wissen komplett haben und umso mehr Menschen sich, das ist jetzt ganz wichtig, was ich jetzt hier sage, umso mehr Menschen sich zur Wahrheit entscheiden, umso schneller schaffen wir das. Nämlich, weil wir eigentlich zusammengehören. Aber solange das Kollektiv da draußen doch so negativ denkt, hängen wir natürlich auch noch einen Schritt weit mit dem Kollektiv drin und haben diesen Zugang nicht. Wir bekommen im Moment nur den Zugang, den wir haben können, nennen wir es mal, und der für uns richtig ist. Genau. Nicht zu viel, nicht zu wenig, manchmal ist es zu viel, ja. Aber das ist ganz wichtig, das zu verstehen, dass wir, deswegen tun wir das auch hier, diese Arbeit, dass wir die Menschen
auf die Seite der Wahrheit holen, weil nun mal die Lüge so groß hier ist, die kann sich gar keine Nein, die kann sich keine. Aber in der Bibel steht ja schon, und ihre Lügen reichen bis zum Himmel. Und ich ergänze noch und sage, die reichen nicht nur bis zum Himmel, die reichen bis ans Ende vom Universum. Richtig. Ja, und wenn es darüber hinaus noch geht, dann ist das auch noch zugepackt mit Lügenmüll. Das ist leider wirklich so. Aber es ist eine schöne Aufgabe, die wir haben, finde ich, diese Lügen aufzubröseln oder zu widerlegen, nenne ich es mal, ja. Weil viele von diesen Theorien, die sie da aufstellen, die haben keinen Hand, keinen Fuß, wenn die dann sagen, ja, die Erde ist 80 Milliarden Jahre alt und die finden irgendwelche Knochen, die sind zu alt. Das kann kein Mensch rekonstruieren, das ist unmöglich. Du, da gibst du mir ein gutes Beispiel. Ja. Es geht hier gerade um Knochen und Rekonstruktion, da kommen wir gleich drauf. Okay. Und dann soll der Leser doch mal entweder mit Kopf oder auch, wenn es geht, mit Kopf und Bauch entscheiden. Okay. Was denn, ne? Es ist, wie gesagt, wie du schon sagtest, es ist alles verdreht, es ist alles aus den Angeln gehoben. Wir leben hier in einer künstlich erschaffenen Welt, in einer verlogenen Welt, wo Theater, das ist nur ein Theater, was hier gespielt wird. Ja, aber beim Theaterstück, sage ich mal, das hat wenigstens manchmal Hand und Fuß, aber das hier, das ist eine erschaffene Realität am Reißbrett, sage ich mal, in der wir uns zurechtfinden sollen, deswegen findet sich auch keiner zurecht. Weil jeder spürt, da stimmt doch irgendwas nicht. Ja? Aber was da alles nicht stimmt, wenn du einmal anfängst. Ich meine, ich bin jetzt seit 10 Jahren auf der Wahrheitssuche oder auf dem Weg der Wahrheit. Und jetzt kommt dir jeden Tag was Neues dazu. Natürlich. Aber mich schockiert gar nichts mehr. Ich sag's dir so, wie es ist. Nee, kann einen gar nicht mehr schockieren. Also bei der Masse am besten alles wissen, was wir haben, ist gelogen. Ja. Das darf man ruhig pauschalisieren, weil... Ja. Wir stellen, ob es um die Gesetzgebung, um benannte Länder, die es nicht gegeben hat, und Städte und sogar es ist alles gelogen. Der Tod ist gelogen. Ja, das ist das Schlimmste. Der ist so tief drin, ne? Altern, Sterben, Rente und so weiter. Das müssen wir alles gar nicht. Nur, wenn das Kollektiv das möchte, dann hängen wir damit drin in der Soße. Das geht nicht. Dann wollen wir raus. Je mehr frei werden davon, umso schneller bewegen wir uns nach vorne. Richtig. Umso schneller reißen wir diese ganzen Lügengebäude ein. Und das hat natürlich, ich sag mal, auch monumentale Auswirkungen das hier, auf unser Dasein. Natürlich, das klar. Ist ein Erdrutsch. Wird das. Ja. Das wird ein Erdrutsch, wenn das kippt. Wenn zum Beispiel die Ersten, die glauben, aus dem Orient zu sein oder aus wo auch immer her und merken, eigentlich ist ja hier unsere Wurzel, ist ja verrückt, das gibt's doch nicht. Und wenn die das verstehen und selbst recherchieren und zum selben Ergebnis kommen und das zum Beispiel ihren sogenannten Landsleuten erzählen, die werden erstmal gesteinigt. Aber es sind bestimmt auch welche da, die sagen, das ergibt für mich ein Bild endlich. Das werden wir gleich noch haben. Ja, dann gehen wir mal weiter. Das werden wir gleich noch haben. So, hier, wolltest du noch hier was zum letzten Satz sagen? Engelland. Ja, warte mal. Engelland. Ja, wie soll ich das jetzt sagen? Also, England lag nicht da, wo heute England liegt. Es heißt Engelland. Und Gründerin und Begründerin von England und Engelland war die Königin Engla. Also der Name ist beibehalten worden, aber wie gesagt, England lag woanders, kommen wir noch zu, heute nicht. Es ist aber mega interessant, weil wir haben jetzt durch das Forum, haben wir doch so tolle Hinweise bekommen, wo England lag. Mhm. Also fantastisch, wie sich das jetzt von ganz alleine, das entwickelt jetzt ganz alleine eine Dynamik. Genau. Die ist umwerfend, ja. Die ist umwerfend. Bestätigt alles das, was ich schon richtig erforscht habe. Das ist ja das, wenn wir da zusammenarbeiten, kommen wir auch schneller... Was heißt zum Ergebnis nicht, aber es fügt sich mehr zusammen, als wenn es nur alleine macht. Ja, ganz genau. Und du siehst ja, die Zuhörer haben ja auch Spaß dabei, ja, zu recherchieren und uns Bilder zu schicken. Ja. So, was hast du denn hier für ein Kärtchen für uns? Ja. Da steht Dockerland und Dockerbank, sagt mir jetzt persönlich gar nichts. Ja, das ist ganz einfach. Also, die Elke hat ja wunderschön etwas eingelesen, Texte aus dem Buch Christus... Tatort Jesus. Tatort Jesus, ganz genau. Ja. Und... Da ist ja sehr schön auch beschrieben, dass Atlantis also an die Küste, bis an die Küste reichte. Und hier haben wir jetzt die Karte Doggerland. Da sieht man, dass also Skandinavien, dass das alles miteinander verbunden war. Ja, also hier Karte 1, 2, 3. Man sieht, man konnte zu Fuß nach dem heutigen England, nach Irland, nach Schottland, man konnte einfach zu Fuß dahin gehen, hätte natürlich keiner gemacht. Ja, also mit Sicherheit nicht. Aber, wie gesagt, es war alles miteinander verbunden. Und wie denn dieses Doggerland zum Beispiel wurde als Auengarten, als Paradies,
wurde das beschrieben. Das ist von einem ganz alten Spiegelartikel, den ich vor Jahren mal gelesen habe. Da wusste ich noch gar nicht, dass ich mich so da reinarbeiten würde. Aber es ging eben auch um Atlantis, weil Helgoland der Rest von Atlantis ist. Und wenn, ich glaube auch nicht, dass Atlantis, wir hatten ja da mal drüber gesprochen, diese vier Stufen, ne, ja, mit Daria und dann Lemuria. Ja, ja, ja. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Mhm. Sondern ich glaube eher, dass dieser kleine Erdteil Atlantis, ich mache auch gleich noch eine Karte davon drin, dass die Welt zu dem Zeitpunkt vielleicht auch gar nicht so groß war. Das ist ja meine Vermutung, weil die waren ja so gebündelt. Genau. In Deutschland. Ganz genau. Das kann nicht passen. Ne? Also die Welt kann so groß nicht gewesen sein. Ich meine, wir wissen ja, dass auch jede Menge Berichte, dass Leute, die hatte so zuletzt auch gehabt, da hatte doch in Italien oder Spanien, wo das war, da hatte doch ein Bauer Riesenskelette gefunden und dann kamen die Men in Black ja, und haben die abgeholt und weg waren sie. Ja? Mhm. Und die sind dann irgendwo anders wieder aufgetaucht. Und so geht das ja seit Jahrhunderten. Mhm. Das ist ja nichts Neues. Wenn also irgendwo ein beachtlicher Fund gemacht wird. Also ich habe im Fernsehen noch nie einen Bericht gesehen, dass ein Riese gefunden wurde. Ja, den wirst du da auch nicht finden. Ja, ich sag's nur, weil der wird ja gleich konfisziert. Ne? Ja. Habe ich auch so in meinem Buch. Also, spielt keine Rolle jetzt. Wir wissen das ja und es gibt ja heute noch größere Menschen, die auch noch aus dieser Linie stammen. Ja, also ein Mensch wird keine 2,50 Meter heute. Und wenn das so ist, haben wir ja einen ein Riese zum Vorfahren gehabt, ja, ganz klar. Natürlich. Okay, was hast du hier drüben? Hier steht 1 Berlin, 2 Amsterdam, 3 London. Ja, da kann man sehr schön sehen, da ist die Kaltzeit, ne? Wie weit sich das Eis ausgedehnt hat. Ne, wie weit das runterging. So, und das hier war so komplett vereist gewesen. Mhm. Hier ist dann so im Laufe der Zeit, die Karten sind dann eben im Fortlaufenden dargestellt worden. Das Eis ist zurückgegangen, dann blieb das Land. Und hier kann man also auch sehr schön sehen, hier war eine Verbindung mit Land. Ja, hier war es eine Verbindung und hier ist alles abgerissen, es ist alles weg. Mhm. Und dabei ist Doggerland verschwunden, was als paradiesisch hingestellt wird. Das erinnert so ein bisschen an das Auenland von Herr der Ringe. Ah. Ja, also ein sehr, sehr fruchtbares Land war das gewesen. Und das ist eben verschwunden. So, hier hast du wieder einen Kommentar. Ich darf vorlesen. Ja. Von Germane. Mhm. Da hast du markiert: Das Griechische lenkt voll ab und ist zu vollgepackt mit Göttern der Geschichte. Immer wieder der Gedanke, Jesus ist uns viel näher und die Bibel muss total anders betrachtet werden. Diese viele deutschen Apostelnamen, Schutzpatrone, die Ritterburgen und so weiter, das zeigt doch schon, dass vieles nicht stimmen kann und dass sich in Deutschland viel mehr abgespielt haben muss. Zum Schluss, ich danke euch sehr, weil es bis zum Herzen dringt und ich habe auch komischerweise viele Kleeblätter, die ich nicht gepflanzt habe, also wie bei dir. Wie bei mir auch, ja. Ja, wunderbar. Ja, also das stimmt, wie gesagt, das Griechische, das heißt, es müsste ja eigentlich das Hellenistische sein, weil Griechen gab es ja gar nicht, ne? Das hat der Professor Lassi ja auch gesagt. Also es war das Hellenistische gewesen. Das waren natürlich damals große, große Historiker oder Schriftsteller, die das eben geschrieben haben, ja, die diese Ereignisse niedergeschrieben haben. Also im Grunde genommen die ganzen Geschichtsbücher, die wir heute in allen Sprachen haben, sagen alle dasselbe, weil auch die Götter waren dieselben. Mhm. Ja, nur bei dem einen heißt er dann Artemis oder Diana und dann kommen die ganzen anderen Namen, die Geschichtsbücher haben, die kommen ja alle oben drauf. Ja, jeder hat ein paar Namen erfunden. Richtig, also ganz genau. Wie bei allen ein und dieselbe Person. Aber da fällt mir doch gerade ein, soll nicht die Johannes-Offenbarung in Griechenland geschrieben worden sein? Ja, Griechenland war ja auch hier. Ja, ich weiß, ich frage ja extra nochmal, ja. Ne? Das ist ja bei hier. Ja. Und dann weißt du wahrscheinlich auch, wo das war. Die Insel Patros habe ich noch nicht gefunden. Aber was ganz interessant ist, wenn man sich mit Google Maps beschäftigt, und Patros war eine Insel, wie gesagt, eine Insel, man sieht dann auf der Karte manchmal so ganz sonderbare, auch in den Feldern, ja, auf einmal so Inseln drin. Mhm. Ja, die sind so richtig, also fällt sofort als Insel ins Auge.
stehen dann Bäume drauf oder ist eingezäunt und der Bauer muss dann mit seinem Trecker da dann ständig im Kreis fahren oder Schlangenlinie. Das ist so, wie gesagt, das ist, wie soll man sagen, eine Eselsbrücke. Das ist eine Eselsbrücke. Also hier war eine Insel, da war eine Insel, da war eine Insel. Ein ganzes Teil habe ich gefunden, ein paar draus noch nicht. Vielleicht war die Insel so klein, wissen wir nicht, keine Ahnung. Aber ich kann so viel verraten, das war Korsika und das war Malta gefunden haben und das war Korfu gefunden haben. Aber das ist heute alles noch kein Thema. Okay, gehen wir weiter. Dann hat der Germane nochmal geschrieben, der Name Moabit wird aus dem biblischen Terre de Moab, Land der Moabiter, abgeleitet, das als erste Zufluchtsstätte der Israeliten nach ihrem Auszug aus Ägypten gilt. Ägypten war für einen Zufall und Mose, was für ein Zufall, und Mose brachte das Volk aus Ägypten nach Moabit. In Berlin, damals im Ortsteil Moabit, sind zufälligerweise einige umgesiedelt worden. Da Mose, dann in Klammer könnt ihr selber lesen, ja so viele Namen hatte, so war die Spaltung zwischen Ost und West vermutlich auch sein Werk, also Ed Satans Werk. Diese Meeresspaltung vielleicht anders betrachten, das Spalten der Völker, denn das waren die Tränen am Brandenburger Tor, das Tor war lange zu und das waren die Tränen an der Mauer und die Opfer. Wir hatten um die Freiheit gekämpft gegen Napoleon und da waren es die Tränen am See der Gefallenen, die für die Freiheit kämpften, wo auch die Wächter wachen. Und dann kam das nächste Unheil, die Spaltung von Ost und West, was mir auch immer wieder ins Auge fällt, dass die Fahne blau mit goldgelb sein solle und komischerweise zeigt die EU-Fahne diese Farben. Ja, wir sollten ganz weg von den Fahnen, die wir einst hatten. Ja. Dann hast du drunter geschrieben, Napoleon und Waterloo, Schlachtfeld aus Teil 3. Ganz genau. Wenn du jetzt ein Stückchen runter gehst. Ja. So, also jetzt sehen wir da erstmal Preußendorf. Ach genau, das hatten wir ja. Preußendorf oder Prussendorf, ne? Also Preußen und Prussen sind ja miteinander identisch. Und Napoleon hat ja diesen tollen Ausspruch gebracht. Ich wünsche, es wäre Nacht oder die Preußen kämen. Und da ist eben ganz interessant, dass in der Nähe auch dieses Waterloo ist, ja, dieses ist ja rot eingezeichnet, und Waterloo, bei der Schlacht zu Waterloo soll Napoleon ja genau diesen Spruch gebracht haben. Und ja, wenn man dann siegt, wenn man sieht, wo jetzt dieses Waterloo und dieses Preußendorf liegt, dann liegt das ganz in der Nähe von Leipzig. Ich gucke jetzt mal hier, dass die Karte dabei ist, genau. Ist also jetzt diese Karte und da habe ich dann die passenden Bibelzitate zu rausgezogen. Dann steht oben gemäß 2. Könige 8,22, doch blieben die Edomiter abtrünnig von Juda bis auf diesen Tag. Auch fiel zur selben Zeit ab Libna. Libna ist Leipzig. Wenn wir uns jetzt die Karte hier betrachten, dann haben wir hier Waterloo, dann haben wir hier Moabit, dann haben wir hier Prussia, Preußendorf und Leipzig. Und dann sagt die Bibel weiter in Joshua 10,29, da zog Joshua und das ganze Israel mit ihm von Makkeda gegen Libna und stritt da wieder. Makkeda ist ein ganz großes Thema, das sind die Marken. Also wie heißen die ganzen Marken jetzt da hinten? Ich habe die nicht alle im Kopf. Marken? Die Marken. Die Marken. Also guckt bitte gerne nach, die Marken in Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Ich habe die Namen jetzt wirklich in dem Kopf, weil einfach schon viel zu viel wieder drin ist. Es gibt aber auch, da wird auch in einem künftigen Teil noch erklärt werden. So, und dann ist nach dem 8. Buch Esther, werden die Belger genannt. Und wir haben hier den Ort Belgern und die Belger sind identisch mit den Belgiern. Also, wir haben dann dieses Völkerschlacht-Denkmal, wo ich auch immer gefragt habe, wie kommt der Name eigentlich zustande? Ja. Ja, er hat mich immer irgendwie irritiert, woher kommt das? Wenn wir jetzt hier sehen, ne, die Belger, die Belgier, und hier haben wir dann, ja, ist ja da nochmal, ne, Belgern, Schildau, und hier ist auch nochmal Belgern. Und dann haben wir hier Waterloo, und dann haben wir den Spruch von Napoleon, dann haben wir hier Moabit, Preußen, Leipzig.
Ja, dann muss man ans Überlegen kommen, zumal in Jesaja 37,8 steht, da aber der Erzschenkel wiederum fand, er den König von Assyrien streiten wider Libna. Denn er hatte gehört, dass er gegen Lachis gezogen war. Lachis wird in einem späteren Teil kommen, weil das, wenn man hier einmal anfängt und nimmt alles mit rein, man kommt man nicht mehr raus aus der Nummer. Und wie gesagt, die Assyrer, und so viel kann ich schon mal verraten, die Assyrer haben gewohnt, Ninive zum Beispiel ist von Ninos gegründet worden und die Kielerbucht war ebenfalls das Assyrien gewesen. Das zog sich also bis nach Vineta darüber. Vineta ist ja dann wie gesagt untergegangen, ist auch in Kriegsfolge mehrfach zerstört worden, aber wieder aufgebaut worden. Und wenn wir jetzt uns vor Augen halten, Assyrien, ja, die Ostsee und sehen hier unten Libna, Leipzig, ja, dann gab das eine Schlacht von Süden nach Norden, hat hier stattgefunden und nichts anderes. So, und dann habe ich hier unten noch ein paar alte Namen, da ist jetzt nur auch, es gibt da noch mehrere zu Leipzig, da heißt es dann einmal Lipsia oder Lipsiensis, zum Beispiel Poelium, ich spreche mir die Zunge dran. Bitte entweder warten, bis das Buch kommt, weil da kommen noch mehr Namen, aber das ist einfach, das ist ein Zungenbruch hier. So wie du toll eben den Text lesen konntest, also ich stolper da jedes Mal drüber und sage, was wollen die mir denn jetzt sagen? Ne? Ja, ja, gut, ich verstehe es, weil ich mir dann zusammenreime, ja, aber heutzutage das... Es ist schwer, aber wie gesagt, die haben es ja auch extra alles verändert. Vor allem auch Groß- und Kleinschreibung habe ich gesehen, die war da ganz anders. Da waren die Hauptwörter sind auch klein geschrieben. Ja. Aber es ist, spielt ja keine Rolle. So, da hast du noch ein schönes Kärtchen. Ja, da ist nochmal der Ort Belgern, damit man den etwas größer sieht. Ja, der ist hier direkt an der Elbe. Mhm. Und da sieht man im Übrigen auch schön, wie ich mal gesagt hatte, ne, so wie mit der Kettensäge reingehauen. Ah, da hast du bessere Bilder. Du hast ein ganz nahes, hier sieht man es ein bisschen. Ja, aber hier kann man es sehr gut sehen, im unteren Bereich da. Das Aha. ist wie ein Reißverschluss. Ja, ja genau, das ist hier kein Fehler, sondern das sieht man, könnt ihr auch selber googeln, über Google Earth, dann seht ihr das, wie viele Arme das hat sozusagen. Ja, Hier Kettensäge. Ja, oder mit einem schlechten Messer durchgeschnitten. Ja, ja, das ist richtig. Okay. So, jetzt dann sind wir haben hier in Brussen. Das Brussendorf. Jetzt haben wir da Leipzig, da man ungefähr auch so sieht. Hier ist der Mittelpunkt der Erde. Ne? Hier, ne? Edom. Wir hatten eingangs das Bild, Gott warf seinen Schuh auf Edom. Das ist der Harz. Ja? Jetzt ist das hier Harzgerode, Küffhäuser, Südharz. Das ist der Rest von dem Schuh. Ich sag mal, das ist die Ferse. Und hier ist Preußen. Und hier ist Leipzig. Man bekommt dann irgendwo auch so einen Überblick, es geht ja also Fußweg, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die damals mit schweren Panzern gefahren sind, ich sag jetzt mal einfach so, also ne, aber immerhin die Distanz von 83 Kilometer bei einer Schlacht ist nichts. Und uns ist erzählt worden doch, dass... die kamen über die Berge, über die Meere. Ja, Belgien, das ist ja. Belgien, aber ne, Belgern ist Belgien. So, also es wäre genau das Gegenteil, genau umgekippt, 180 Grad. Ja, und vor allen Dingen, die Zahlen hier, das könnt ihr auch mit dem Navi testen, wenn ihr irgendwo hinfahrt, die Zahlen geben uns immer einen enormen Hinweis auch darauf, weil hier sind zufällig 17 Stunden und 17 Minuten. Ganz genau. Und die 83 und die 2 ergibt die 13. Ganz genau. Die 13 wieder, die böse Unglückszahl von wegen. Ist auch interessant, dass hier, die mussten durch Lutherstadt, ja, Lutherstadt. Ich sag ja, Luther ist überall, überall. Und hier ist Halle, wir hatten das hier, eben, wo Isaak gewohnt hat. Und das Teutschental. Das ist das alte Teutrania. Also, es hat jemand geschrieben, Deutschland hat es nicht gegeben, das ist Kokolores. Ja, ich habe immer gesagt, wie sind wir denn hier hingekommen? Wer sind wir denn dann? Kiste vom Himmel, oder wie? Wer sind wir denn dann? Das war das alte Teutrania. Und es ist im Namen schon drin, Teut. Ja, ja, natürlich. Teut, es ist im Namen drin, ne? Und da sehen wir jetzt, wo wir dann gewohnt haben. Und jetzt wird auch vielleicht dieses ganze Bibelgeschehen mit all den vielen angeblichen Ländern, weil das waren ja gar keine Länder. Und da will ich auch noch was ganz Besonderes zu sagen. Das ist auch im 8. Buch Esther, 1545er handschriftliche Lutherbibel, die letzte. Da wird das eben erwähnt, dass die Königin, die wie heißt sie jetzt noch, helft mir,
Meine Namen. Ich habe welche von den 500? Die Königin, eine Nacht mit dem König, da gibt Esther. Jetzt weiß ich es wieder. Esther. Also, ich muss mir mittlerweile Eselsbrücken bauen, weil der ganze Kopf voller Namen ist. Die Königin Esther hat damals den, gemäß der Bibel, den Haman umbringen lassen, seine 10 Söhne auch. Sie hat ihm den Siegelring, den königlichen Siegelring weggenommen und hat dann die gesamten Gesetze zugunsten ihrer Spezies umschreiben lassen. Ja, und hat das in 127 Länder, in Anführungszeichen, also Landstriche geschickt oder Provinzen oder auch Gaue. Und damit ist im Grunde genommen, das war der Grundsteinlegung zur gesamten, zu dem, was wir heute hier aufbröseln. Ja. Kann jeder nachlesen. Also 1545er Lutherbibel, 8. Kapitel, Buch Esther. Und da kommt das mit den 127 Ländern, dann kommt das mit dem geklauten Siegelring, mit der Manipulation der Geschichte, der Gesetze. Weil nur der König konnte eben Gesetze erlassen und die alleine hatten gültig. Und sie hatte sich dann so ganz einfach dahergemacht und gesagt, naja, wir haben ja das Siegel, wir können jetzt alles ändern, die müssen uns alles glauben. Und genau so ist das gelaufen. Und das, glaube ich, ist ja, man könnte schon fast sagen, der Grundstein von allem. Ja, wenn eine Gesetzesänderung oder eine Manipulation in so früher Zeit stattgefunden hat, und dadurch so viele Länder getäuscht hat, so viele Menschen getäuscht hat. Ich persönlich... Ja, das ist ja hier heute gang und gäbe. Ja. Ja, heute ist ja noch besser. Sie tun in ihren Gesetzen, also ich rede jetzt von der Firma BRD, sie tun in ihren Gesetzen Gesetze streichen. Das heißt zum Beispiel Zwangsvollstreckung und so, ist alles aufgehoben, aber sie tun es trotzdem noch. Und wenn sie darauf hinweisen... Ja, weißt du warum? Weil sie das in anderen Gesetzen verschleiert wieder unterbringen. Richtig, richtig. Das ist das. Oder meistens sind es nicht mal Gesetze, sondern Artikel. Genau, ein Artikel. Ja, einen Artikel gibt es bei Wohlwort auf Wühltisch, aber hier, ja, also ich glaube auch wirklich, es ist von Gott so gewollt, dass sie diese Namen benutzen, dass der Mensch einfach versteht, dass sie hier verarscht werden. Ich glaube auch, ich meine, wenn man so 8 Jahre in der Arbeit ist, man wird mit so viel Beschiss auf gut Deutsch gesagt versorgt, ja. Das reicht für 10 Leben, ja, wenn man sieht, dass alles, wirklich komplett alles gelogen ist. Und ich denke, das, was im Moment passiert, auch mit dem Unterschieben von Artikeln in irgendwelche anderen Gesetze, die ja sowieso kein, wer guckt sich denn Gesetze an, ne? Also interessiert ja keinen Sau, um den Menschen wirklich vor Augen zu führen, merkt ihr eigentlich überhaupt nicht, was bei euch passiert. Wir können mit euch machen, was ihr wollt. Ja. Siehst ja, wie gerne sie die Maske sogar privat anhaben. Ja, natürlich. So weit haben sie es geschafft. Das ist nur ein Spiegel für uns, wie weit... Wir uns verarschen lassen. Die Drangsal wird noch größer. Ja, natürlich, das ist es der Anfang. Ja. Das ist es der Anfang. Und wenn das Volk nicht endlich die Augen aufmacht und erkennt, dass wir hier in völliger Verarsche leben, ja, und dass wir uns das selbst zuzuschreiben Richtig. Haben, eben weil wir nachlässig sind. Und weil wir es zulassen. Ja, natürlich. Nachlässigkeit, Fahrlässigkeit, da ist so alles Desinteresse, kannst du alles mit einpacken. Ja, wir sind es letztlich selber schuld, dass die sich das überhaupt herausnehmen, weil wir gar nicht bereit sind, auch interessiert bestimmt. Genau. Wird schon irgendwie wieder gut? Nein. Wir sind an einem Punkt angekommen, wo es nicht mehr gut wird. Genau. Wir sind an einem Punkt angekommen, wo es jetzt wirklich, es geht jetzt spitz auf Knopf, wie man sagt. Und es wird auch in diesem Jahr noch ganz gewaltig rappeln im Karton. Ja. Ach, nö, die sagen doch, ist noch nie was passiert. Dann sage ich, was? Was ist nicht passiert? Wenn du mal wach wirst, dann kriegst du mit, was hier passiert ist. Und wir können eigentlich froh sein, dass es hier Menschen gibt, die wach geworden sind, weil ansonsten würden wir hier in eine Katastrophe enden. Und die es auf einer Zeitlinie auch gibt. Natürlich, natürlich. Die passiert ist in der Zukunft. Und dann reden die, wie kommst du auf so einen Schwachsinn? Woher weißt du das? Ja. Wenn ich jetzt noch sage, dass es diese Zukunft-Vergangenheitsschiene jetzt gar nicht gibt, sondern alles jetzt ist, wie willst du denen das erklären? Das kannst du nicht mal, es ist schwer, das zu erklären, zu sagen, wir erschaffen eine neue Zeitlinie, weil wir kommen ja von dort. Es ist so verrückt, es ist so verrückt, dass man selbst einen Verrückten nicht mehr erklären kann, weil es viel verrückter ist, als man sich vorstellt. Es ist so schräg, was hier passiert. Es ist wirklich so schräg.
Aber wie gesagt, wenn das Volk weiterhin alles ignoriert, auch die Gesichtswindel, ne, schön, wenn es so richtig heiß ist, vor die Nase packen, die Lungen freuen sich so sehr. Wenn man sich das alles gefallen lässt, und wir haben uns das über Jahrhunderte alle gefallen lassen, sonst hätte das hier, worüber wir hier heute reden, das hätte niemals stattfinden können, wenn die Menschen wach gewesen unmöglich, wären. Unmöglich. Ja? Aber wir haben gepennt. Und unsere Großväter und Urgroßväter, die haben alle gepennt. Trotz allem haben sie noch viel mehr Herz gehabt wie heute viele. Natürlich. Ja? Sie haben zumindest für das Vaterland eingestanden. Richtig. Das muss man einfach so sehen. Glaubst du, wenn heute einer hier sage ich mal, für die Wald auf die Straße geht und der wird vielleicht von irgendeinem umgebracht, dass an den gedacht wird, ey, der ist für uns auf die Straße? Nee, der wird dann, das war doch eh nur ein Reichsbürger, heißt dann. Ja, so. Genau, das ist ja das, was man will. Ja. Es geht ja darum, im Grunde genommen uns zu vernichten. Das ist ja der ganz große Plan dahinter und der ist ja uralt. Ach, der klappt seit 100 Jahren, da bin ich. Der wird auch nicht klappen. Niemals. Und wenn jemand glaubt, Gott würde das zulassen, ja, dann soll er sich mit ihm anlegen, bitteschön. Also viel Spaß kann ich nur sagen. Er wird eine Menge Spaß kriegen. Das ist Kokolores und es wird nicht gelingen, er wird das auch nicht zulassen. Das hier ist das Heilige Land, es ist das Land des Allvaters. Im Übrigen, so wurde er in der ältesten Zeit schon genannt, Land, also Allvater oder Alphadur. Ja, wir haben Alpha und Omega, Alphadur, das ist der älteste Name für Gott. Mhm. Ja, also nicht Jahwe, Jehova, Javia und weiß der Kuckuck was. Also Allvater oder Alphadur. Und ja, er wird das nicht zulassen, ne? Dass hier nochmal so ein Schlachtfeld geschieht, wie es hier über Jahrhunderte geschehen ist. Dafür bildet er ja gerade viele Menschen aus. Ja. Ja, dass wir das ganz anders auflösen können, ohne Waffen. Ganz ohne genau. Waffen, sondern einfach nur mit der Wahrheit. Wie lebt man die Wahrheit? Warum tun wir das? Wie kommt man an die Wahrheit? Tja. Indem man die Naturgesetze nicht mehr bricht und dann seine Intuition folgt. Ja, natürlich. Und wenn du, also was ich jedem Menschen heute nur mit auf den Weg geben kann, bevor ihr im Außen anfangt zu graben nach Geschichte und innen drin, ihr müsst erstmal bei euch selbst graben. Denn wenn ihr innen drin das freigeschaufelt habt, dann kann man erst ins Äußere gehen. Es bringt nichts, außen zu wühlen und innen wird vergessen. Überhaupt nicht. Du kannst beides tun. Du kannst das wirklich verbinden. Du darfst ja außen, aber du darfst dich nicht vergessen und den alten Müll rausschmeißen. Aber ich sag mal, das ist ein Thema für mich, das habe ich schon. Das ist ganz schwierig, wenn man das auf einmal macht. Wir schaffen es. Wir schaffen es. Wir werden also jetzt in den nächsten Monaten viel, viel Kraft brauchen und viel, viel Ruhe vor allen Dingen. Weil das, was auf uns zukommt, wird uns. Ja, wird Kraft von uns fordern. Wir merken es jetzt an der Müdigkeit. Ja. Wir sind jetzt im dritten Portaltag von 13, glaube ich. Ne? 20. 20 sogar. 20. So, und da hat jeder Tag sogar eine eigene Bedeutung. Könnt ihr selbst mal nachschauen. Jetzt sind wir wieder vom Thema abgekommen. Wir sind doch hier, du bist doch hier Spezialistin dafür. Das, was wir gerade besprochen haben, das hat ja mit deiner wunderbaren Arbeit nichts zu tun. Und die Menschen wollen Beweise haben und du hast hier wunderschöne Karten angefertigt. Genau. Und dann gehen wir jetzt gerade mal weiter und guck mal, was du hier hast. Hier geht es wieder um einen von Harvey Seehafer. Der hat geschrieben, ihr solltet euch mal mit dem Tradition Verlag in Hamburg befassen. Das Konzept, wie die das machen, ist wirklich gut. Da erscheinen übrigens auch die Phoenix-Journale und andere gute bis sehr gute Sachen. Kennst du die Phoenix-Journale? Ich habe von den Phoenix-Journalen schon gehört. Von Chris Michael ist das, glaube ich, ne, auf der Seite. Also ich weiß, dass der Kopfhardt-Verlag, der bietet die Phoenix-Journale auch an. Die sind sehr informativ. Also der Tipp war klasse. Mhm. Aber wie gesagt, wir müssen das einfach zurückstellen im Moment. Wir müssen im Moment sowieso einiges stillhalten. Ja. Wir müssen, wir haben da... Der Chef hat gesagt, im Moment gibt es auch die Bremse. Sozusagen, ja. So, jetzt kommt, sagt mal, ist euch nicht dieses uralte Segelschiff aufgefallen, das direkt auf die Seeschlange zufährt? Schaut mal richtig hin, ich glaube ein Dreimaster. Ich sehe mir euren Kanal auf dem Handy an und das, was war das? Zwei, was ich direkt sah. Seeschlange, Leviathan, Klabautermann und Seemannsgarn. Ich weiß, also ich habe das ja auch gelesen, aber ich wusste nicht, was ihr da meint. Was meint sie denn? War das auf der Karte oder was? Ja, das war auf der Karte gewesen, dieses Segelschiff, das ist richtig. Und da ist dann so eine Riesenschlange. Okay. Und du hattest ja in der letzten Produktion hattest du ja dieses Riesenfieder. Ja, wo wir gesagt haben, Loch Ness könnte also durchaus existieren, das ist kein Seemannsgarn. Und das ist ja auch hier, viele Seemänner haben ja davon gesprochen, dass ganze Schiffe plötzlich nach unten gezogen wurden. Ja, ja, ja.
Das können die Männer sich nicht eingebildet haben. Also es muss ja Überlebende gegeben haben, die davon berichten konnten. Ja, und diese, in der Bibel heißt er also Seeschlange oder Leviathan. Und die soll im Meer sein. Und jetzt sind wir wieder in Deutschland. Wo gibt es das Ungeheuer? In Loch Ness. Wo ist Loch Ness? In England. Ja, angeblich in England. Schottland ist das doch sogar. Es gibt doch hier auch, hier gibt es aber auch sowas. Da gucke ich nochmal nach, das heben wir uns mal fürs nächste Mal auf. Da gibt es auch was in Deutschland. Da gibt es sogar ein Lied drüber von einem bekannten Künstler. Ich komme schon noch drauf. Gut. Okay, dann hast du hier von Anna Gottes Menschenkind, die schreibt, gleiche Geschichte, nur andere Namen. Kampf der Titanen. Zeus ist gleich Gott Perseus. Ist gleich Jesus Spyros. Ist gleich Josef Marmara. Ist gleich Maria Andromeda. Ist gleich Maria von Magdala. Und Hades ist gleich Satan. Das ist doch super. Hm? Die Frau hat es hervorragend auf den Punkt gebracht. Und wie gesagt, sie hat schon viele Namen, also wer das jetzt gehört hat, der soll mal so in einer Viertelstunde das nochmal zusammenbringen. Es geht drunter und drüber und das ist nur ein Teil, ein kleiner Teil von den Namen. Und das stimmt also definitiv. Und das, dieses Marmara, also da hat die Anna uns einen tollen Tipp gegeben. Josef gleich Spyros, Marmara gleich Maria. Und zwar in den alten Schriften wird auch das Marmara Meer genannt. Ja. Und wenn wir jetzt mal etwas runterscrollen, das ist die Karte noch, und habe ich doppelt eingestellt, hier, da ist das Marmara Meer, am Hagios Andreas, so, Hagios ist türkisch, kommt aus dem Türkischen, und dieses Sankt Andreas dieses Hagios Andreas ist der Sankt Andreasberg im Harz. Mhm. Ja, ich habe auch eine Karte dazu, ich habe auch noch ein paar Bilder dazu. Nun ist nur wunderbar, dass wir das Marmara Meer eben dazu einordnen können. Das hier ist der Achtermann. Der ist also, das ist am, also Südharz ist das, ne? Das ist der Achtermannfelsen. Du kannst auch ein bisschen runtergehen, kommen. Ja, das ist jetzt Hagios Andreas. Und hier hat auch der Apostel Andreas gelebt. Da gibt es auch noch uralte Aufzeichnungen von. Und wie gesagt, das war Meer. Das waren alles Inseln. Die haben quasi oben auf den Bergspitzen gewohnt, weil der Rest war einfach im Wasser gewesen. So, wenn du jetzt noch eine Karte weitergehst. Soll nicht laut Ehlmeier das wieder passieren? Da also das möchte ich jetzt nicht 100% bejahen, aber wenn das mit dem Polsprung kommen sollte, dann ja, reichen vielleicht für jeden ein paar Schwimmflügel oder so, um sich über Wasser zu halten, keine Ahnung. Wie heißt denn die Rothaarige, die immer von Ehlmeier erzählt und die auch gesagt hat, jetzt ist die Zeit, wo wir in die Berge fahren müssen. Weißt du, wen ich meine? Die Rothaarige mit den Locken. Ich komme nicht mehr auf den Namen. Ja, aber meine Intuition sagt mir, nein, ich muss hier bleiben. Ich muss nicht. Ja, rufen. Ich habe also auch so eine Botschaft bekommen. Ja. Ja gut, dein Auftrag ist ja. Den könnte ich ja auch, ich sag mal so, im Freien gar nicht. Irgendwo auf dem Berg könnte ich den ja gar nicht schwer bewerkstelligen. So, jetzt haben wir hier diesen Hagios Andreas. Und das fällt in das Gebiet Tyrea. Statt des Gebietes Tyreatis in Kynuria am Tyreatis Sinus. Da haben wir den Sinus wieder. Einst ein Streitgegenstand zwischen Spartanern und Argivern, bis erstere sie 550 vor Christus besetzten. 424 nahmen und verbrannten sie die Athener. Später kamen sie wieder an die Agriva, angeblich beim Hagios Andreas. Jetzt gehen wir ein Stück runter. Dann gucken wir uns mal die Karte an. Ja, das ist jetzt der Absatz. Hier ist St. Andreas. Das ist hier unten ist bekannt, dass das alles. Da ist ja auch dieses, hier in Bad Grund zum Beispiel, das Korallenriff, hatten wir schon drüber gesprochen. Mhm. Die Gipssteinfelsen. Dann haben wir hier das Josefskreuz. Jetzt gehen wir noch eine Karte weiter runter. So, und jetzt gucken wir mal, wie die Schlacht um Tyrea aussah. Ja, dann haben wir hier St. Andreasberg, also Hagios Andreas, und da oben liegt Athen. Griechenland. Ganz genau. Mhm.
Das war die Schlacht, die da ausgefochten worden ist. Und wie gesagt, der Harz war, also Nordhausen und sowas, das war alles Wasser. Das war alles Wasser drumherum. Und natürlich, wenn auch wie auch dieses Tal von Hagios, von dem St. Andreasberg, wenn das geflutet war, da sind die mit Schiffen reingefahren. War ja völlig normal, sie mussten sich ja irgendwie bewegen. Das waren die, ne, sogenannten Piraten. Die Piraten wie im Film, die gab es so nicht. Nee. Die über die Meere wochenlang geschippert sind, ja? Nee. Unmöglich. Nee. Ja? Hier, und bestimmt mit ihren Holzschiffchen. Also, am besten noch paddeln. Aber sie hatten immer, komischerweise, immer eine Frau vorne dran am Bug, ne, geschnitzt. Immer eine Frau. Ja, was das so bedeuten hat, habe ich bis heute nicht rausgefunden. Aber das könnte ein Seemann, wenn jemand zur See fährt oder so, der könnte uns erklären, was es damit auf sich hat. Vielleicht ist der Störtebeker wieder inkarniert, den können wir fragen. Weil der weiß das. Der war da oben auch am Kämpfen, also okay. Fürs Gute. Okay. Habe ich zufällig jetzt ein Buch gefunden im Bücherschrank über Störtebeker, zufällig. Okay. So, hier ist der Fluss Tyra. Ja, und zwar, dieses Land hieß ja, ne, Tyrea. In der Bibel gibt es die 7 Gemeinden, wo die 7 Sendschreiben hingeschickt worden sind. Und da ist eben der Fluss Tyra, den sieht man hier, das ist neben Fluss der Helme. Flüsschen, genau, im Südharz. Und der Name Tyra, ja, steht ja nun in direktem Zusammenhang. Also es ging hier einmal um diese, um dieses Tyrea und dann die Tyra als Fluss. Tyra, macht völlig einen Sinn. So, und hier steht eben dann auch, es war ein Zankapfel, schon in der ältesten Zeit zwischen Argos, also Griechenland, und Lakedemon, das war Italien bzw. Etrurien, bis endlich die Spartaner eroberten. So, Epachides der Nomarchie Arkadia im Königreich Griechenland mit der Hauptstadt Hagios Petros. Hagios Petros werden wir an späterer Stelle vorstellen, weil er zu nah einfach an unserem Ziel ist, an unserem Endböller. Deshalb halte ich hier noch etwas fest, diese Zündschnur. also es ist, man sieht ja, ne, Griechenland und Griechenland, dann die Spartaner, die Etrurier, alles war hier, alles hat hier mitgekämpft und sich mit rumgeschlagen. Es ist jetzt völlig egal, ich habe eine Karte angefertigt, wo alle Länder, die biblischen, die griechischen, egal in welcher Sprache sie waren, wo diese Länder auf der Karte eingetragen sind. Und genial. Die ist hammerhart, ne? Die ist hammerhart. Stell dir mal vor, wir machen ein Video auch zum Beispiel, das würde heißen, Piraten hat es nie gegeben. Ja, und du würdest dann deine, ja, wie die Schlachten damals waren, weil wenn du siehst, das waren zu Fuß 11 Stunden, dann waren es mit dem Boot, ja, 2-3 Stunden. Ja, genau. Wenn überhaupt, ja. Da konnten die leicht irgendwo riesig um das Horn von Afrika fahren, ja, zum Beispiel. Ja, genau. Das Horn von Afrika, wenn sie da rumgepaddelt. Ja, das ist so genial. Das ist... Ja, es ist einfach nur lachhaft. Wieso heißt hier Italien Lakedemon? Ja, dieser Name ist schon bemerkenswert. Also, ne, der hängt hinten ja buchstäblich der Dämon dran. Lace hat doch was mit Zunge zu tun, wenn ich mich nicht täusche. Kann mich auch täuschen, aber das ist schon ein Wort, Lakedemon. Warum bin ich eigentlich nicht auf die Idee gekommen, dass das wird sie eruieren? Also da stößt du mich jetzt an. Aber wie gesagt, immer. Nur Namen. Du siehst hier überall nur Namen. Ja. Die müssen alle im Kopf sein. Die kann sich auch kein Mensch merken, wie die da heißen, ja? Nee. Aber das wäre schon mal nützlich, das zu eruieren. So. Tyra war die Gattin des dänischen Königs Gorm. Ja. VND, was ist ein VND? Und, ach, heißt und, das. Ach so, das ist... Das und ist jetzt aus der Bibel. Dem Engel der Gemeinde zu Thyatira schreibe, das sage der Sonnengottes, der Augen hat wie die Feuerflammen. Und seine Füße gleich wie Messing. Offenbarung 2,18. Ah ja, genau, das ist doch dieser, der diese verschiedenen Eisen, also die Füße sind doch aus Messing. Ich sehe ihn vor mir. Ja, diese Figur von Nebukadnezar. Ja. Nebukadnezar. Ja. Euch aber sage ich und den anderen, die zu Tyra sind, die nicht haben solche Lehre, und die nicht erkannt haben die Tiefe des Satans, als sie sagen, ich will nicht auf euch werfen eine andere Last. Ja. So, und da haben wir jetzt dann eben, ne, ein Stückchen nochmal rauf, bitte ganz klein wenig. Mhm. Wir haben ja hier noch ein Stückchen, ganz klein wenig.
die Königin. Hier. Achso, genau, Gorm. Da. Thyra war die Gattin des dänischen Königs Gorm. Und Darnstedt haben wir jetzt auch. Das liegt eher südöstlich vom Südharz. Das ist so Richtung Warnstedt. Direkt neben Athen hier. Genau, Athen ist direkt daneben. Ne? Also die konnten hin spazieren gehen, wenn sie Krieg geführt haben. Das hatten wir auch letztes Mal mit Mose und Persien. Das war ja auch direkt nur 3 Kilometer voneinander entfernt. Also da haben sie sich dann auf engstem Raum gekloppt. Und eben ganz interessant, ne, dieses Thyra, also es passt erstmal von der geografischen Situation bis heute absolut zu dem Stamm, also zu der Offenbarung, zu dem Stamm Dan, ja, und zu Griechenland bzw. zu Athen. Da kommt es, gibt ja auch in der Bibel einen Vers, und in der Bibel einen Vers, da heißt es also, die ganze Stadt Athen oder die Athener, das Athenaheer wäre mit Pferd und Ross und Wagen und allem in der Erde versunken. Also es hat alles hier abgespielt, es hat sich alles hier zugetragen. Jetzt wurde das wieder mit den Wagenrädern erwähnt. Die hängen hier überall noch rum, diese Wagenräder. Ne? Überall siehst du die noch. In Kleingärten vor allem. Oder an alten Fachwerkhäusern. Mhm. Achtet mal drauf. Oder in alten Gartenwirtschaften. Überall seht ihr diese alten Wagenräder. Überall. Und vor kurzem ist irgendwo ein Fluss oder ein See ausgetrocknet. Da lag noch ein ganzer Wagen drin. Nicht? Aha. Ja. Habe ich leider nicht gespeichert, die Seite. Schade. Und interessant war auch, da waren ganz viele Baumstümpfe. Die waren alle auf derselben Höhe abgeschnitten. Ja, als der See vertrocknet ist. Die waren immer noch da. Okay. Diese Seite wurde mir ganz komischerweise vorgeschlagen. Ich habe es aber nicht gespeichert. Ja, das so arbeitet der kennst Himmel, sag du, ja, ich kennst immer. Du auch, weil, ne? Das, weil ich das eben auch kenne. Und zack, wird's gezeigt. So, und dann haben wir hier noch was zu Thyra. Und zwar seine Gemahlin Thyra wirkte wohltätig gegen seine Härte und Ausschweifungen. Nachdem es den Fluss Thyra noch heute in Kelbra, Buchstabenaustausch von Kaleb der Bibel, gibt, ist er auch durchaus mit dem in den 7 Gemeinden genannten identisch. So, das sind doch die 7 Gemeinden, die da aufgezählt werden. Und die sind alle hier. Warte, ich mache hier mal einen Ticken größer. Ja. Ja. Pergamum kommen wir noch zu, ist heute noch nicht dabei. Oh, sorry. Wir haben aber schon Smyrna, hatten wir letztes Mal vorgestellt. Asia ist eben, kommt auch noch damit, hier haben wir oben dieses Thyatira, Sardes wird noch kommen, Philadelphia haben wir schon vorgestellt. Wo sind wir jetzt hier genau? Wieder? Das hier, das ist jetzt die Karte von der Türkei. Ja, ich meine jetzt, wo wir hier sind. Und wir sind hier in Thyatira, da sind wir jetzt, hier ist Thyatira. Und auf Deutsch? Das ist im Harz. Alles Harz wieder, ja? Das ist Harz. Das ist ja das, was wir gerade gezeigt haben. Der Fluss, der da unten bei Kelbra. Mhm. Jetzt muss direkt der Kopf springt wieder oben dann auf Kaleb. Buchstabenverdrehung Kaleb, also statt Kalebs, hängt damit in zusammen. Die werden auch, glaube ich, genannt in der im Johannesevangelium, weil das habe ich immer gerne gehört. Mich hat immer nur gewundert, okay, diese ganzen Namen sagen mir nichts, aber mich hat immer gewundert, Philadelphia, wieso Philadelphia, habe ich immer überlegt. Das ist die einzigste Stadt, die ich kenne, von den anderen habe ich nie irgendwo was gehört. Ja. Nee, aber das ist also Sardes, Laodicea ist aber also auch Pergamum. In Pergamum stand der Altar des Satans. Ja, der steht ja heute in Berlin. Ja, der steht nur, da wo der heute in Berlin, der stand da auch nicht. Der ich ist weiß, der ist eingekommen. Ich weiß, Tor. Wo der steht. Ich weiß, wo er gestanden hat. Aha. Ja, das wird aber alles noch kommen, weil wird einfach, das ist der Endböller, von dem ich gesagt habe. Aber das ist, wie gesagt, das ist da alles in den, warum ist das dahin verlegt worden? Ganz einfach, weil es da wieder ging um Asien, ja, um diesen Begriff Okzident und Orient. Und der Orient ist, der ist tatsächlich ausschließlich eben das, da was gegen Sonnenaufgang liegt. Die Stadt, also Sachsen, liegt von hier aus wirklich im tiefsten Orient. Ja, und Amerika liegt im tiefsten Okzident. Es ist einfach, die Wörter sind völlig missbraucht worden. Ja. Und sind ja nachher abgelöst worden durch Vorderasien. Ja, und wenn man jetzt zum Beispiel von der Karte Daria ausgeht, dann war
dann war das hier, wo wir jetzt hier sind, das war Asien gewesen. Ja? Also man muss sich das mal vorstellen, was so ein kleiner, ich sag mal so eine kleine Fehlleitung für riesige geografische Wellen zieht, wo alles falsch angeordnet wird auf einmal. Es ist ein Hammer. Ja, aber sie haben es trotzdem nicht so gut gemacht, sonst hätte es nicht rausgekriegt. Ja, ja. Der Himmel hat es gewollt. Ja, genau. Das war ja auch eine Offenbarung. Die 7 Cent-Scheiben, genau. So, jetzt muss ich wieder ein bisschen kleiner machen. So, die Agriva oder Agiva bei Homer, der selbst Gripia alias Ägypter war, er nannte alle Griechen und Hellenen im engeren Sinne die Bewohner Argos und Argolis. Ich komme jetzt mal ganz, nee, das stellen wir nochmal zurück mit dem Argolis, weil das ist... Ist zu nah. Das ist zu nah, dafür brennen wir uns die Finger, das wollen wir heute noch nicht. Also ihr seht trotz allem, die ganzen Namen, die auftauchen, ich glaube auch bei euch raucht der Kopf, aber was glaubt ihr, was da erwähnt für eine Arbeit hat? Was für eine Arbeit hatte, das alles rauszukriegen, was ich schon alles rausbekommen habe? So, was ist das hier? Ja, das ist das... Oh, das sieht aber schön. Ach, das ist das Blaue Meer, genau. Das Blaue Meer. Das ist wo? Das ist im Südharz. Das ist östlich, Moment, südöstlich von Braunlage. Ach. Und Elbingerode, ist nicht weit von Elbingerode weg. Dann heißt es, der See wäre so blau. Durch Kalkabbau wäre der entstanden, so blau geworden. Ich habe noch nie blauen Kalk gesehen. Marmara Meer, da ist doch auch dieses Marmar ist Maria. Und welche Farbe trug Maria? Blau. So einfach ist das manchmal. Bei Mario Bras hieß es ja, ich schätze seine Videos, ich liebe ihn. Ich sage es ganz ehrlich, ich liebe es, was er da alles uns schon offenbart hat, auch mit der Sprache. Er sagt in seinen Videos, Maria hatte blau über und deswegen hatte Jesus auch rot an, weil es verdreht wurde. In seinen Videos sagt er, blau steht für die Lüge. Ich glaube eher, das ist eine Tarnung gewesen. Das könnte durchaus sein. Also meine Farbe ist blau, dann wäre ich ein Lügner. Ich glaube, er hat es anders gemeint, ja. Als Kind schon. Ich habe also eine absolute Vorliebe immer für dunkelblau gehabt, ne? Ja, und gerade hier dieses Türkisblau. Ja, dieses Türkisblau. Mintblau und so, das ist Meeresblau. Das ist ja das, was Maria immer getragen hat. Das sieht man ja auf unzähligen Statuen. Richtig. Sie hat immer dieses Blau getragen. Ja. Und es ist alles ins Negative verkehrt worden. Ne? Übrigens, lieber Mario Bras, ich hoffe, du hörst hier zu. Setz dich bitte mal mit uns in Verbindung. Also, du hast auch ein enormes Wissen und ich glaube, wir könnten dann noch mehr zusammen rausbekommen. Auch wenn unsere Zeit rar gesät ist. Aber bei dir würden wir das natürlich vorschieben, weil wir kennen deine Vorträge, ja, deine Dachtour und so weiter. Also, was du da geleistet hast, ist wunderbar. Ne? Das wollte ich hier nur mal ganz kurz erwähnen. So, also jetzt gehen wir von dem schönen blauen Meer zu einem neuen Kommentar. Ja, das hatten wir eben schon, die mit den Zeitangaben. Bitte hier eine Zeitchronik. Ach so, ja, da hast du... Es funktioniert nicht, nein. Weil wenn alle Kalender falsch sind, kann man keine Zeitchronik eingeben. Ah, hier schreibt der Mokaras, dass die Computer nicht von Asiaten erfunden werden. Ich glaube, so haben wir das gar nicht gesagt, sondern wir haben gesagt, die werden jetzt dort produziert. Das haben wir gesagt, aber wir haben nicht gesagt, dass sie... Es ging ja nur im Grunde genommen darum, er zeigt ja im Grunde genommen auf, dass der Computer in Deutschland erfunden worden ist. Ja, na klar. Ja, es geht um die Erfindung, nicht wo er produziert wird. Produziert wird jetzt alles in China. Ja, genau. Aber es ist eben eine deutsche Erfindung, das Land der Dichter und Denker. So sieht's aus. Was wisst ihr über die Siebenbürger Sachsen? Die sind als freie Bauern aus der Gegend von Köln-Luxemburg. Ja. Es geht um die Siebenbürger in Sachsen. Und die sind als freie Bauern aus der Gegend von Köln in Köln-Luxemburg. Und dann hast du hier geschrieben, gerade aus Luxemburg. Hast du wahrscheinlich hier drunter. Genau. Auf der Karte sehen wir, dass es zwei Luxemburg gab. Wie gesagt, Jahreszahl wieder muss offen bleiben. Wissen wir nicht. Es gab ein Luxemburg hier unterhalb von Lübeck. Hier. Der blaue Bereich und hier liegt das kleine Luxemburg. Hier, Lux. Ja, das ist das kleine Luxemburg. Und hier sogar Straßburg. Ja. Ja? Ja. Also wann es da war, wie gesagt, wissen wir nicht. Die Karte hat unten den Link drin, historische Karten Europas. Man sieht also, dass auch, es gibt ja, hier liegt ja auch Krakau. Hier. Ja,
Und es gab ein weiteres Kraker oben in der Nähe von Danzig. Gab's auch. Also weiß man dann auch nicht, wo was stattgefunden hat. So, hier war ein Kommentar von Stefan Otzen. Bitte beschäftigt euch mal mit der Arche Noah. Hat das etwas mit dem bevorstehenden Polsprung zu tun? Also wenn du jetzt ein Bild weitergehst, dann siehst du hier die Hurtigruten. Da liegt ein Schiff in Norwegen und in diesem Schiff sind alle Samen aller Pflanzen der Welt. Liegen da gut gekühlt. Warum liegen die da? Wissen wir nicht wirklich, ne? Aber wir können es erahnen. Und ich denke, dass es schon mit dem Polsprung zu tun hat. Und wenn du jetzt noch ein Bild weiter runter gehst, ja, warum steht die Arche in der Wüste? Ja, muss man sich auch fragen, was soll die da? Das ist ein Bericht, den ich auch aus der Zeitung raus hatte vor ein paar Jahren. Ist eben ganz interessant, warum baut man Archen? Ist auch interessant, was hier steht. Um den Freveln der Welt zu warnen, baut ein konservativer Millionär eine neue Arche Noah. Dinosaurier sind diesmal willkommen, Schwule eher nicht. Ja, das ist die Überschrift. Aber wie gesagt, es gibt zwei Archen und die sind gebaut. Die ist mittlerweile ja fertig gebaut. Die oben liegt im Hafen und ist voll beladen mit allen möglichen, ja, mit allem nur möglichen Samen, die es auf der Erde gibt. Das ist verrückt, ja. Das ist verrückt. So, dann hast du hier eine E-Mail markiert und zwar Katja 42 wohne bei Gießen. In Bezug auf Teil unser aller Erben, Ahnenwissen, A. Ostara Oferplatz, noch heute abgeschirmt als Truppenübungsplatz eingezäunt. Hinweisschilder, Achtung Schießanlage, wir haben uns davon einschüchtern lassen, aber mein Herz hätte gern in Guerilla-Art eine Lücke im Zaun gesucht. B. Hitler, Nazis haben Externsteine besetzt, genutzt. Ja, da waren sie. Es hieß, das Wasser von den Steinen, kleiner See, würde der Gesteinsart schaden. Das wisse man. Trotzdem würde oder dürfe es nicht trockengelegt werden. Was liegt dort für alle Augen absichtlich verborgen? Das ist eine gute Frage. Ja. Das ist eine gute Frage. Aber mit den Truppenübungsplätzen, das hatten wir auch schon. Ja. Habe ich das letzte oder vorletzte Mal schon erwähnt, dass überall da, wo ganz brisante geschichtliche Orte sind, das sind heute Truppenübungsplätze, da ist dann hier mit Schießbefehl und sowas, ne? Es wird direkt geschossen oder Abraumgebiete sind da. Das ist ganz markant, also das lässt sich quer durch die ganze Geschichte finden. Die Truppenübungsplätze sind meiner Meinung nach genau da, wo damals auch was war, wo man. Ganz genau, ne? Ganz genau, wo Schlachten stattgefunden haben, das sind Truppenübungsplätze. Weißt du, wo ich war auf dem Truppenübungsplatz früher? In Schwarzenborn, Bergen, Bergen-Belsen hieß das, glaube ich, und vor allem in Kassel am Herkules. Ja, in diesem Wald haben wir Krieg gespielt damals. Okay. Und mir fällt noch dazu ein, ich hatte eine E-Mail bekommen, oder war das im Telegram, weiß ich nicht mehr genau, da hatte jemand geschrieben, sie wohnen in einem alten Heim. Ich habe mit ihr telefoniert, fällt mir gerade ein. Ich komme auch ein bisschen durcheinander, weil ich eben so viel Kontakt mit euch habe. Sie hatte geschrieben, sie wohnen in einem alten Fachwerkhaus, das früher auf einem Truppenübungsplatz gestanden hat und wurde dahin versetzt. Sie hat mir sogar das Schild, das hängt an der Hauswand, hängt das Schild dran, hat sie mir geschickt, dass dieses Haus dorthin versetzt wurde. Jetzt ist für mich trotzdem mal eine Frage, okay, man kann heute viel machen, aber ein Fachwerkhaus zu versetzen... Ist nicht so ganz einfach. Das ist nicht so einfach wie ein nee. Fertighaus, ja? Nee. Aber wie gesagt, es ist bezeichnend eben, dass diese... wir haben das im Übrigen auch in Endor... Das ist ein Thema, das werden wir auch noch bringen. Da gibt es dann auch eine Stadt und die hat in der Geschichte eine ganz, ganz maßgebliche Rolle gespielt. Und heute ist da auch ein Truppenübungsplatz und da steht dann auch, also Vorsicht, Schießanlage. Mhm. Ne? Man kann es quasi eins zu eins übertragen, gestern zu heute. Ne? Mhm. Dann steht hier noch Hohe Kammer, Hochzeitskammer, hier wurden Könige gezeugt, hieß es. Also auch an den Externsteinen. Mhm, genau. Also ich werde mit Arwen auch nochmal dorthin gehen, irgendwann in der näheren Zukunft und werden dann natürlich dort auch mal Fotos machen, Videos machen und die werden wir dann hier in eines der nächsten Videos mit reinbringen. So, weitere Info. Ich habe mir zwei Bücher damals direkt besorgt, da ich mich immer schon den Kelten sehr nahe fühlte. Ich versuche
im Anhang Fotos anzuhängen. Ob Bücher für euch interessant sein könnten, würde diese natürlich gerne und sofort zur Verfügung stellen, gar keine Frage. Also wunderbar, wunderbar. Das Problem ist, wir sind einfach noch zu wenig, um das alles zu recherchieren. Vor allen Dingen sind wir zu wenig, die das lesen. Es muss gelesen werden. Und verstanden werden. Und es muss in den Kontext mit dem, was bis jetzt bekannt ist, gesetzt werden. Ja. Und wer kann das? Susanne hat schon etwas angedeutet. Wir haben in Zukunft etwas vor, aber bevor das nicht spruchreif ist, werden wir das noch nicht öffentlich machen. Aber gut. Du weißt es schon. Gut. So, dann kam etwas zu Pyramiden in Deutschland. So, das ist von Annette. Pyramide Sternenfels ist eher ein CERN. Sternenfels Gemeinde in Baden-Württemberg. Die Pyramiden in Deutschland, Europa sind die ältesten auf dem Planeten. Ich würde gern mehr von meinem Wissen, das ich in weiteren Teilen mit eurem Deck mit euch austauschen. Am liebsten ein Gespräch von Angesicht zu Angesicht. Super Tipp für telefonieren. Liebe Annette, das werden wir zu gegebener Zeit. Im Moment haben wir eine viel zu hohe Informationsflut und wir müssen auch erstmal das, was wir hier selber entdecken oder rausbekommen, selber sortieren. Das heißt, das passt wieder zu dem, was ich eben vor dieser E-Mail gesagt habe. Wir haben demnächst etwas vor und dann wird das auch wunderbar funktionieren. Aber bitte, bitte gib uns Zeit, weil du siehst, wie groß diese Geschichte ist und wir können das im Moment alles nicht bewältigen. Aber wir werden auf jeden Fall auf dich zurückkommen. Ich danke dir schon mal. Ja. So, dann hast du hier was geschrieben. Ja. Gibt es in Deutschland größere Pyramiden als in Ägypten? Das ist die, wie heißt sie jetzt? Lass mich mal eben den Namen sehen. Steht es hier? Achso, ja. Du hast nochmal hier nochmal gesehen. Der Rechenberg ist das, der Rechenberg. Aha. Das sind Fotos, hat eine Leserin uns zugeschickt. Und das oben, das erste Bild, ist der Rechenberg. Hier, da. Mhm. Und hier ist noch eine, guck mal. Ja, ja, es sind mehrere. Also wenn man sich die Luftaufnahmen ansieht, es ist ja so, man hat die Pyramiden bei uns bewusst bepflanzt, damit sie als Pyramide nicht mehr erkennbar sind. Und da ist der Walter Haug, der ist ja hier unser Spezialist in Sachen Pyramiden. Der ist da ja auch mit einigen Pyramiden im Moment oder Forschungsarbeiten beschäftigt. Und es sieht wirklich so aus, dass die deutschen Pyramiden die ältesten der Welt sind. Muss ja dann so sein. Ja, natürlich. Kann ja auch gar nicht anders. Nee, wenn es von hier... Kann nicht anders. Okay. Das ist der Dreikaiserberg, das ist der Rechberg jetzt, also das obere Bild, was wir eben hatten. Ne? Da sind denn die Hohenstaufen. Hohenstaufen ist auch Pyramide, also... es gibt da unglaubliche Informationen, auch hier wieder hier keltischen Längen 3,333. es ist wunderbar, wie sich das alles verhält. Oder hier die keltische Leuge 2,222. Ist alles wunderbar. Also es gibt's und wie gesagt, ich kann die Seite von den Pyramiden in Deutschland, die ist im Internet zu finden, ist hochinteressant. Guckt euch die an und wenn ihr unterwegs seid, und seht mal so, oder auch gerade so, ich sag mal, Piloten, ja, so Cessna-Flieger oder was, wenn die unterwegs sind. Ich meine, die haben ja schon viel entdeckt und machen Luftaufnahmen. Mhm. Und dann wird geforscht und dann stellt sich heraus, hoppla, da ist ja was. Also wenn ihr da mitarbeiten wollt, gerne, gerne. Das sind jetzt Links. Das sind die Links, genau. Die kann ich jetzt nicht kopieren aus dieser PDF-Datei, weil die hier nicht so hinterlegt sind, siehst du, die kann ich nicht kopieren. Okay. Aber man kann das ja hier lesen, die unbeschlächtigen.com und ja, genau. Deutschland Pyramiden. Ja, also genau. Also dass sie erwähnt hat, da einen Link für euch reingesetzt. So, dann kommt... Der Westerwald hier. Ihr solltet an zweiter Stelle Verschwiegenes vom Westerwald finden. Dort geht es unter anderem um Johannes den Täufer und um den Ort Korb. Möchtet ihr dazu zuerst was sagen? Korb kann ich im Moment noch nichts zu sagen. Okay. An dritter Stelle solltet ihr Herborn, Hebron oder Hereforen, Verschwiegenes vom Westerwald finden. Sehr interessant ist dort unter anderem, wie ich finde, das Herborner Wappen. Ja, und das ist auch richtig. Die Stadt Herborn ist im Grunde genommen, jetzt weiß man nicht, welcher Name zuerst da war, war Herborn zuerst und dann hat man Hebron draus gemacht oder war Hebron zuerst mal Herborn draus gemacht. Es ist einfach nur eine Buchstabenverdrehung, sonst nichts. So, nächste.
Was wisst ihr über die Siebenbürger Sachsen? Die sind als freie, das hatten wir doch schon, als freie Bauern aus der Gegend von Köln-Luxemburg, wo auch teilweise der Siebenbürger Sächsische gesprochen, wird. Mhm. Was steht hier noch? Ceausescu hat alle Siebenbürger Sachsen des Landes verwiesen, wo Sprache und Religion und Lebensweise nicht aufgeben wollten. Aha. Ja. Aha. Ja. Jetzt kannst du mal ein Stückchen runtergehen, bitte, weil da müsste auch die entsprechende Antwort jetzt sein. Genau. So, und dazu steht, mach's mal etwas kleiner, nee, 2. Mose reicht, sehe ich. Also hier in 2. Mose 32, 25 steht, da nun Mose sah, dass das Volk losworden, das Wort Freya lautet und heißt Schier, dem Deutschen gleich frei. Ja, also im Übrigen ist das das allererste Mal, dass der Deutsche unter seinem heutigen deutschen Namen, nämlich mit D, in der Bibel erscheint. Als allererste Mal, den findest du sonst nirgendwo, also der Deutsche als unsere Nation, ne, findest du nicht. Und Freya ist der Name Christi in der Edda. Und deshalb ist PH, hatten wir ja schon mal gehabt, PH und F ist miteinander identisch. Und dieses, also die Sachsen waren freie. Freie, das heißt, die waren von Steuern befreit. Da kommt auch gleich noch ein Artikel drauf zu. Mhm. Die waren von Steuern befreit. Und das hat natürlich gewissen Leuten nicht gepasst, ne? Die den Hals nicht voll kriegen. Das war ja eine Schande gewesen. Also wurden die Sachsen auch bekämpft. Und das war eben auch im Falle, wo wir gleich noch drauf kommen werden, an der Nordsee der Fall. Ja, es ging also Freya frei ist eins und die Sachsen waren freie Bürger. Freie Bürger. Und soweit ich mich erinnern kann, glaube ich, standen die auch unter keinem Gesetz. Das hat man dann nachher denen auch einfach so auf das Auge gedrückt, damit sie alle schön, wir sollen ja alle gleich sein. Ja, ja. Wir sollen ja alle gleich sein. So. Das ist von der Seite Connective Events. Die Urwunde, warum steht Deutschland nicht? Wie geht es weiter? Weiß Moment. Da war hier unten ein Passus. Da hat er die Markierung aber rausgeschmissen. Okay. An das Land der Wälder hier. Im Laufe der letzten Zeit nun wurde ich häufig auf die Geschichte des Gebietes tief im Westen im Ruhrgebiet gestoßen. Auf die Eroberungen Karls. Also Karl ist der Sachsenschlechter, Karl der Große, auf Stadtgeschichte, auf das Land der Wälder, wie das Ruhrgebiet einmal im frühen Mittelalter genannt wurde, nach Aussage eines befreundeten Historikers. Und auch darauf, dass hier im Westen mal die Sachsen gesiedelt haben. Das ist das, wo ich sagte, wir sind die Westsachsen, ja. Das sind die Ostsachsen. Wie oft wurde auch hier Geschichte verwischt und die Sachsen mit der Begründung der Erbfolge in den Osten verschoben. Aber warum? Nach einigen Nachforschungen stellte ich schon folgendes Ergebnis heraus. Karl und sein Bruder hatten nach dem Tod des königlichen Vaters jeder Land geerbt. Es sollte so unter anderem Erbstreitigkeiten vermieden werden. Karl war aber offensichtlich der charismatischere von beiden und auch der mit der großen Durchsetzungskraft. Sein Bruder verstarb überraschend. Karl erbte und regierte nun über die gesamten Ländereien. In seinem Machtstreben unterwarf er einige südliche Gebiete und baute sein Einflussreich aus. Geistlich unterstützt wurde er von seinem Freund, der als Papst Leo III. Bekannt wurde. Der intensive Kontakt zur katholischen Kirche war bereits vom Vater initiiert und als hilfreich empfunden worden. Also, da haben wir einmal das Thema Karl der Große. Wir hatten das letzte Mal schon gesagt, dass Johannes alias Siegfried auch Karl der Große genannt wurde. Steht ja auch bei Ernst Peter drin im Buch. Kann jeder nachlesen. Dann hatten wir einen Karl der Große und da denke ich ganz einfach, weil das ist völlig verwischt, dass auch Abraham der Name Karl angenommen hat. Ja? Und dann hätten wir natürlich, das ist auch der Grund, wir hatten das ja schon mal mit den Namen, dass da so viele Namen hinten dran stehen oder dass Namen einfach davor gesetzt wurden, warum die Geschichte stellenweise überhaupt nicht zuzuordnen ist, weil man die Personen nicht identifizieren kann. Aber hier geht es im Grunde genommen wirklich darum, um das Land der Wälder. Wir haben in Sababurg, das war der ehemalige Jemen gewesen,
Und Saba, also steht also heute auch noch eine Burg, kann man sich angucken. Da steht tatsächlich, wenn man über Google Maps geht, Urwald Saberburg. Gleiches hat man auch, wenn man an den Eder-Stausee kommt. Auch da gibt es den Urwald Eder-Stausee. Und wir wissen aus der Geschichte von Germanien her, dass Deutschland dichter Dschungel war. Ja, das war ja der Grund, warum Varus in der Schlacht im Grunde genommen geschlagen worden ist. Er kannte die Wälder nicht. Er hatte mit dem feuchten Klima zu tun. Er hatte mit dem Nebelkammer nicht parat. Ja, also das war der Grund, warum diese Schlacht im Grunde genommen für ihn eben nach hinten losging. Und Deutschland war tatsächlich Urwald. Jetzt muss man sich vorstellen, was hier an Bäumen weggekommen ist. Und was eben ganz interessant ist, ich hatte im Hinblick auf die Fauna von der Bibel, hatte ich auch ein Buch gemacht. Und da bin ich auf eine Seite gestoßen in Franken war das gewesen, ein ganz kleines Städtchen. Und da stand, auf der Homepage stand, dass im 15. Jahrhundert Deutschland so gut wie baumlos war. Und dann hat man angefangen, die Fichten zu pflanzen, weil die schnellwüchsig sind. Die jetzt alle absterben. Ja, ja. Und heute haben wir über 2 Milliarden Fichten in Deutschland. Aber wie du schon sagst, die sterben im Moment alle ab. Ja. Man sollte sich fragen, warum. Weil es werden ganz sicher andere Bäume kommen. Aber nicht mehr dieses, was hier gar nicht hingehört. Auch das ist, sage ich jetzt mal, hier arbeitet die Natur an der Geschichte. Ja, die fällt jetzt alles das, was hier nicht hingehört, und pflanzt an, das jetzt. Wenn die das nicht glauben, fahrt mal durch den Harz. Ich war selbst da vor 2 Wochen. 2 Wochen? Ja, 2 Wochen circa. Mir ist es aufgefallen, überall, wo die Skigebiete sind, da oben, die komplett, nicht nur letztes Jahr durch den Sturm sind schon viele umgeknickt, aber da stehen noch ganz viele, die haben keine einzige Nadel mehr. Im Herzberger Tal im Übrigen auch, es ist genau dasselbe. Ja. Ist genau dasselbe. So, hier Bimmels. Ja, ich werde da mal eben wegdrücken. That's live, ihr Lieben, that's live. Da fällt mir aber gerade noch was ein, ihr Lieben. Ich gehe mal gerade hier eins weiter, wo wir doch bei Namen sind. Ja. Und zwar, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber vielleicht finde ich ihn so. Was suchst du denn? So, warte mal ganz kurz. Da ist er. Den habe ich gesucht. Wie heißt er? Moment. Bonifatius. Sagt dir Bonifatius was? Gehört habe ich den Namen schon. So, pass mal hier auf. Guck mal genau hin. Mhm. Vielleicht geht es größer. Es gibt einen heiligen, einen guten Bonifatius, es gibt einen schlechten. Aha. Und der hier, schade, dass man das jetzt nicht größer kriegt, der hat hier nämlich einen Dolch in der Bibel. Der steht hier vorm Dom in Mainz. Und hier hinten, das sieht man nicht, hier liegt ein Dämon im Brunnen drin. Ein ganz großer Dämon liegt hier drin. Aha. Und dieser Bonifatius, es gibt noch einen guten Bonifatius, der wurde von Papst Gregor II. Geschickt, aha, um die Zwangschristianisierung durchzuführen. Das war er hier. Ja. Okay. Ja? Die Zwangschristianisierung. Genau. Also Mord und Totschlag und großes Blutbad. Genau. Genau, das war der hier. Hier ist noch, hier sieht man. Ja, und da haben die Sachsen ja ganz extrem drunter gelitten, ne? Hier sieht man ihn noch besser. Ja, da haben die Sachsen ganz extrem drunter gelitten, weil das sind ja hunderttausende Sachsen sind abgeschlachtet worden, buchstäblich. Ja, und da die Sachsen ja überall waren, wie ihr jetzt wisst. Ja. Also nicht nur. Man kann man sagen, die Deutschen sind abgeschlachtet worden. Wenn man jetzt Sachsen mit Deutsch in Verbindung bringt, ne? Richtig. Dann kommt man der Sache schon viel näher. Hier ist der Brunnen. Mhm. Schau, hier, da kommt aus dem Dämonenmal kommt Wasser raus. Na toll. Hier sieht man es noch besser. Hier. Mhm. Ja? In Mainz, wie gesagt. Gegenüber ist das Gutenberg-Museum, da war ich auch drin. Da gibt es die älteste Buchdruckpresse von 1877, glaube ich. Gab es noch keinen Strom. Guck dir mal das Ding an, wie das gebaut wurde. Mhm. Und auch interessant ist hier dieses Nageldenkmal. Das ist sehr klein hier, die Nagelsäule hier. Mhm. Dort konnten damals, das sind alles Nägel hier, was du hier siehst, dort konntest du damals einen Nagel einhauen und konntest dann irgendwie spenden für die Opfer. Hier ist auch das Deutsche Kreuz übrigens oben drauf. Mhm. Und es gibt noch eine Nagelsäule in Deutschland, ich komme jetzt aber nicht drauf, wo.
Also ist alles in Mainz. In Mainz gibt es so viel zu entdecken. Da gibt es auch das alte Römertheater, habe ich schon mal gezeigt, wo jetzt die Züge vorbeifahren. Und da habe ich damals schon gesagt, was soll denn Römertheater hier? Was soll das? Also in Mainz gibt es so viel zu entdecken, ihr Lieben. Mhm. Ist voll damit. Das ist wieder ein anderer. Der ist auch so komisch, ja. Diese Heunensäule, ja. Die ist unten mit Kupfer. Also es ergibt keinen Sinn, ja. Nee, muss man sich auch mit mehr beschäftigen. Wie gesagt, Deutschland ist voll mit den ganzen Sachen. Aber in Mainz ist es schon extrem. Das okay. Auch hier, ja. Auch, das ist alles auf einem Platz, was ihr da seht. Das erinnert mich so ein bisschen an Trier. Trier ist da so ganz ähnlich angelegt. Ja, genau so. Also zu Trier möchte ich vielleicht noch eben sagen, da liegt ja der Apostel Matthäus, also die Gebeine von dem Apostel Matthäus, dann die Gebeine von den Heiligen Drei Königen liegen im Kölner Dom, in einem goldenen Schrein. Und ich habe gestern Nacht noch eine Nachricht bekommen von einer Leserin. Hier ist Matthäus? Genau. Die hat mir dann geschrieben, dass sie den, wo war das denn jetzt? Der Sarg von, oder die Gebeine von Petrus, die liegen auch hier in Deutschland. Die liegen irgendwo im Raum Franken, da unten ist das. Ja, vielleicht hört derjenige dazu und kannst du nochmal schicken. Dann können wir, oder also wenn es natürlich Bilder davon gibt, ne? Also bitte beschriften und die gerne an mich schicken. Weil wir haben da ein Projekt in Planung, was jetzt die Apostel betrifft. Das wäre phänomenal. Richtig. Und wir zwar müssten noch nach Trier fahren, ne? Ja, auch. Das ist hier der Dreikönigsschein, ne? Genau, der ist im Kölner Dom. Im Kölner Dom liegen die, ihr Lieben. Und dann muss man sich fragen, warum liegen die ausgerechnet, wenn die aus dem Morgenland kamen, im Kölner Dom? Ja. Ja, und warum ist der heilige Rock Christi hängt in Trier, Matthäus liegt in Trier, dann der Petrus liegt irgendwo im ich sag jetzt mal, Süden Deutschlands. Da muss man doch nochmal drüber nachdenken, wie das alles kommt, wie das alles zusammenhängt. Warum das alles hier ist, ne? Ja, genau. Natürlich. Da sind ja auch komische Fratzen hier drauf. Naja gut, da guck dir das mal an hier. Ja, den kannst du selbst, wenn du da reingehst, ist ein Glaskasten drumherum. Ah. Da kommst du also so gar nicht dran. Und natürlich die Beleuchtung spiegelt da auch. Ne? Da kannst du nicht ganz klar erkennen. Da fällt mir gerade was ein, weil du sagst an Glaskasten. Mhm. Ich weiß nämlich, wer die baut. Diese ganzen Glaskästen, pass mal auf. Da bin ich gestern drauf gestoßen. Es gibt eine Firma in Frankfurt, gegründet von Otto Hahn. Aha. Und dieser Otto Hahn hat nämlich früher einen Leitsatz rausgebracht, weil es immer einen Hass gab zwischen den Fans vom, oder zumindest eine Rivalität zwischen den Fans von der Eintracht Frankfurt und vom FSV Frankfurt. Und dieser Otto Hahn hat mal einen Spruch draufgebracht und darauf bin ich auf ihn gekommen. Wir sind alles Frankfurter Jungs, es gibt keinen Hass sozusagen. Wir sind alles, da habe ich geguckt, oh, wer hat denn das gemacht? Und dann habe ich gesehen, dass er diese Firma gegründet hat, weil es geht ja auch immer um den Hahn, der auf den Kirschen ist, nur mal so gesagt. So, und dann habe ich die Glasbaufirma Hahn gefunden, die er gegründet hat. Und dann musst du mal schauen, was er macht. Er tut nämlich für wichtige, altertümliche Sachen, tut er die Glasschreine bauen hier. Aha, okay. Ja, siehst du, wie alles zusammenhängt? Ja, ist interessant. So ist das, wenn ich am Anfang was zu suchen, ja, finde ich alles. Also was heißt alles? Du findest Sachen, mit denen du gar nicht geahnt hast, ja. Mhm. Und das Logo müsste man auch mal sehen. Das Logo, die haben den roten. Ah, da warst du eben. Das Logo ist der rote Hahn. Hier. Ja, das ist das der Logo. Rote Hahn. Ja. Weißt du, wo es den roten Hahn gibt? Jetzt bin ich gespannt. Und zwar, wenn du nach Koblenz fährst Richtung Arenberg, Montabaur da raus, da gibt es tatsächlich ein. Ist das ein Gasthof oder ist das ein Hotel? Das heißt zum Roten Hahn. Mhm. Und er hat vorne an der Hausfront einen riesig großen roten Hahn. Wieder eine Verbindung. Ja, und da muss man dann am besten mal, ich sage immer dann, da muss man essen gehen. Ja, da muss man mal reingehen. Ich weiß nicht, ob das ein Speiselokal ist oder ob das ein, also es war ein Speiselokal auf jeden Fall, das weiß ich noch. Ob es heute noch auf hat, weiß ich nicht. Es war aber, glaube ich, auch Hotel oder Pension mit dabei. Mhm. Zum Roten Hahn. So, jetzt kommen wir wieder zum Ursprünglichen zurück. Wir waren ja hier. Da sind wir durch. Da sind wir durch. Und jetzt kommt wieder ein Kommentar von Alice. Ich komme aus Heilbad Heiligenstadt im Eichsfeld, Thüringen. Ja. Hier waren die Menschen immer schon erzkatholisch. Wisst ihr zufällig, ob das Eichsfeld in der Geschichte eine Rolle spielt? Ja. Und zwar im Eichsfeld war die Wabalo, der Feuerkreuz, dort wohin
Odin, die Walküre Brunhild, identisch mit der biblischen Deborah, der Richterin Deborah, verbannt hat wegen Ungehorsams. Und nur Siegfried, also sie wurde dann in einen Zauberschlaf versetzt, sie konnte da nicht raus. Man muss sich vorstellen, also war so eine Vavalor, das bedeutet also Flammen, schlagende Flammen. Mhm. Ja, Vavan heißt Flammen, Flemmeln. Sie war eben da eingekreist, kam da nicht raus, konnte da nur schlafen. Sie hatte dann so einen Zaubertrank bekommen. Und hier hat Sigurd alias Siegfried, der biblische Josef, hat sie da rausgeholt. Ja, er war der Einzige, der dort, der diese Vavalo überwinden konnte. Aha, und hier steht noch was. Es gibt hier im Eichsfeld Ausflugsziele, wie zum Beispiel Klüschen, Haggis mit einer uralten Sage, die Teufelskanzel mit der Werra, die in Form eines riesigen Hufeisens fließt. Es heißt, das wäre der Fußabdruck des Teufels. Elisabethenhöhe mit einer kleinen Kapelle und viele andere Hinweise in diese Richtung. Überall in den Wäldern stehen immer wieder alte Kreuze mit Jesus oder Skulpturen von Maria. Noch etwas, beide Weltkriege sind an uns fast spurlos vorbeigegangen. Als stände das Eichsfeld unter einem Schutz. Zumindest haben das immer die alten Leute hier gesagt. Das ist richtig. Es ist richtig. Es gibt noch eine Stadt, oder auch kleinere Städte, die von ganz großer geschichtlicher Bedeutung sind. Da ist nicht eine Bombe gefallen. Und das war aber überwiegend im Harz. Also der Westen hier ist ja radikal platt gemacht worden. Und es gibt da so ein Tag, aber da, wir können da jetzt noch nicht dran. Das ist wieder diese lange Zündschnur, die wir noch ziehen werden. Ne? Das hängt damit im Zusammenhang. Kannst aber jetzt damit auch schon runtergehen. Kannst weiter scrollen. Und zwar, jetzt haben wir das hier. Noch ein Stückchen rauf, bitte. So, das kannst du jetzt vorlesen. Müsstest aber was kleiner machen, sonst kommst du hier den Text weg. Da fehlt noch ein Stück, glaube ich, oder? Also, ach ja, Siegfried, der biblische Josef, ja. Wir fassen das so, dass er dann der Oberwelt wieder angehört, während seine künftige Gattin noch in der Unterwelt bleibt. In dem schon angeführten schwedischen Märchen, Cavallius, Seite 271, hat der Prinz durch seinen Dienst die Tochter der Meerfrau, erworben. Mhm. Meerjungfrau? Ja, Meerfrau? Die haben Meerfrau geschrieben. Als er zu seinen Eltern geht, warnt ihn seine Braut, von diesen irgendeine Speise anzunehmen. Er kostet nur ein Pfefferkorn und vergisst infolgedessen seine frühere Geliebte. Das ist ja wie Mind Control. Das ist ja, modernes, altes Mind Control. Ja. Damit ist das norwegische Asbjørnsen zu vergleichen. Wo der Königssohn in dem Schloss seines Vaters einen Apfel isst, das Apfel kennen wir ja, die Geschichte mit dem Apfel, da gibt es ja nicht nur das in der Bibel, da gibt es ja auch noch Schneewittchen. Ja, ganz genau. Die übrigens auch 100 Jahre noch schläft, ne? Ja, dann vom Prinzen Schneewittchen geweckt, ist ja das deutsche Volk. Ja. Das ist der 100-jährige Schlaf, der jetzt zu Ende geht. Die immer wieder aufwachen und dann... Genau. Wo ist Schneewittchen übrigens? Hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen. Bei den sieben Zwergen. Ja? Wo, was ist hinter den sieben Bergen Deutschland? Also mitten in Deutschland. So. So. In den Apfel isst und dadurch die Erinnerung an die Vergangenheit verliert. Hierher gehört auch der Zaubertrank, den die Mutter der Gudrun, die biblische Dina, die ältere der Bibel, dem Siegfried gibt, wodurch er die aus der Waberlohe befreite Brunhilde vergisst. Wir haben diesen Zug der Nibelungensage schon oft früher mit dem in deutschen Märchen vorkommenden zusammengestellt, wo die zweite Braut dem Helden einen Schlaftrunk reicht, damit dieser die Klagen der ersten nicht höre oder die Erinnerung an die Vergangenheit verliert. In ähnlichen Fällen kehrt Gefahr des Sprechens wieder. KM 127 vergisst der Königssohn seine frühere Braut, die ihn erlöst hat, weil sie mehr als drei Worte mit ihrem Vater spricht. Umgekehrt vergisst bei Cavallius Seite 292 der Königssohn seine Braut, nachdem er nur zwei Worte gesprochen hat. Vergleich Asbjørnsen 2.2,11, endlich hat die Berührung, namentlich der Kuss, dieselbe Folge. Der Königssohn gibt bei seiner Rückkehr seiner Mutter einen Kuss und verliert dadurch die Erinnerung an seine Geliebte. In einem Märchen bei Pröhle Nummer 8 verbietet die verwünschte Prinzessin, ihrem Befreier zu sprechen oder irgendjemand zu küssen, weil er sonst sie vergessen würde.
Ganz genau, darum geht es. Also es ist schon, wie du sagtest, so eine Art Mind Control gewesen. Ja. Und hier war es die die Dina Gudrun, die Ältere, die in der Bibel eben als Dina vorkommt, um die geht es hier. Es geht also um Dina Hagit. Hagit ist jetzt wieder ein weiterer Name, Entschuldigung, kam jetzt gerade so rein. Also es geht um die Dina Hagit, alias Brunhild Gudrun. Und es geht um die Brunhilde, ihre Tochter, und es geht um Siegfried. Und wer die Nibelungensage gesehen hat, der weiß, dass Siegfried völlig für sie entflammt war und aber dann doch später eine andere Frau geheiratet hat. Und er hat ja auch vergessen. Ja, er hat diesen Schlaftrunk oder diesen Vergessenstrunk bekommen. Er hat vergessen. Und das ist wirklich so eine Art Mind-Control-Programm. Da kann man mal sehen, wie uralt diese Methoden schon sind, ja, und wie lange die Menschheit da hinter Licht geführt worden ist. Ja, es ist alles top aktuell, kann man sagen. Ja. Ne? So, Haven Metal Plot schreibt übrigens auch viele Kommentare. Ich weiß, sehr gute sogar. Ja. Das heißt nicht Afrikerland, das heißt Aurikerland und somit ist Aurich die Stadt im Aurikerland. Genau. Das hast du geschrieben als Aurika wird es im alten Lexika zu Afrika gerechnet. Zudem ist F und V miteinander identisch. Richtig, da ist ja aber auch PH mit. Also PH habe ich vergessen, es spielt keine Rolle jetzt. So, Afrikaland ist richtig, weil der Kunde Africanus hieß. Africanus war ein Neffe von Arminius alias Christus und aus der Familie der Cornelia stammte, also der Maria von Magdala. So, und aus Afrika wurde dann Afrika, also einmal mit V, einmal mit F und geht aber zurück auf den Africanus, den Neffen von Arminius. Aber was hier unten drunter steht, ist auch interessant. Hans Wurst schreibt, es gibt ein Rom bei Parchim, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Westmecklenburg. Ich glaube, es gibt sogar mehrere Roms. Wir haben mehrere Roms, ja. Mhm. So, und Ausa ist der afrikanische Bericht für Aurich. Ja. Und da kommt auch jetzt wieder der biblische Zusammenhang. Er stammt aus der Familie Isabels und war der Schwiegervater Ahabs. Und das Haus Ahab, so schreibt es hier 2. Könige 3,5. Ahab aber hatte 70 Söhne zu Samaria und Jehu schrieb Briefe und sandte sie gegen Samaria zu dem Obersten der Stadt Jezreel, zu dem Ältesten und Vormünden Ahabs. Die lauten so, dann, da aber Ahab tot war, fiel der Moabiterkönig Abe von Jezreel ab. Also sind dann so verschiedene Verse, kann sich jeder nochmal in Ruhe durchlesen. Auf jeden Fall, der abschließende Satz dazu ist vielleicht wichtig. So wie der Leichnam Isabels sein wie Dünger auf dem Felde im Acker Jezreels, dass man nicht sagen kann, dies ist Isabel. Also es geht da um die abgefallen, die Ebene Jezreel, die werden wir auch noch vorstellen in einem späteren Werk. Und dann kann sich jeder auch ein Bild machen, wo was passiert ist. Du weißt schon, dass du, ich glaube, du bist die Einzige, die das so analysiert hat oder analysieren kann, das weißt du schon. Das weiß ich schon. Ich will also auch das Publikum nicht überfordern. Also ja. Wenn ich das jetzt lese, sofort weiß ich, wo die ganzen Städte sind. Das geht so bing, 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 bing da oben. Also mir fällt es auch ein bisschen schwer, weil diese Namen machen mich auch, wahnsinnig nicht, aber sie machen mich schon durcheinander. Und euch wird es mit Sicherheit genauso gehen. Und jetzt könnt ihr euch mal wissen, was sie hier für eine Arbeit macht, ja, um das Volk aufzuwecken, ja. So. Ach so, und dann ist in dem Zusammenhang immer ganz auch interessant. Wir hatten ja eben Brunhild, ne, die biblische Dina, die ältere, dann die jüngere. Auch hier spielt der Name Dido eine Rolle. Er kommt überall wieder vor, der kommt bei Ernst Peter vor, der kommt in den ältesten Schriften vor. Und da geht es dann immer eben um Dina Gudrun. Ja, sie hat eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Sie hat die Stadt Karthago, was Neustadt bedeutet, gegründet. Aber jetzt wissen wir eben, dass es sich nicht auf das heutige Afrika bezog, sondern auf das Afrika im Norden, auf Afrikaland oder Aurikaland. Völlig egal, spielt keine Rolle, weil U und V war ja auch miteinander identisch. Ja? Wie bist du drauf gekommen, dass Karthago Neustadt ist? Karthago bedeutet übersetzt Neustadt. Ach so. Bedeutet übersetzt Neustadt.
Ich wusste auch nicht, bis ich es mal nachgeschaut habe, dass dein englischer Name Sean, also Shawn, weißt du, was das in Deutsch heißt? Sean? Johannes. Würdest du drauf kommen? Ich nicht. Ich habe John gedacht. John. Johannes heißt, ja, es ist, 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 ist eine Abwandlung, ist eine Abwandlung. Ach so, okay. Aber es heißt okay. Johannes auf Deutsch. Ja, siehst du. Dann siehst du, also wenn du jetzt dann einen englischen Text liest mit Sean, dann weißt du den nicht zuzuordnen, weißt du, dass es eine Abwandlung vom Namen ist. Richtig. Kannst du das super, super, ja, toll. Ja, Leber. Mega, ne? Klasse. So, jetzt geht es hier um Uri. Kreuzlingen, Grenze, Schweiz-Deutschland, Ort der Kreuzigung. Ich würde erstmal sagen, nein. Ja, ich habe hier drunter geschrieben, die Schweiz war doch auf deutschem Boden. Genau. Und dann habe ich gefragt, ob es einen Kanton Uri gibt. Dann scroll mal runter. Geopunkt Uri, ach hier. Ja, also, ja, ich hatte sie gefragt, ob sie einen kennt. Ich wollte jetzt nicht suchen, wenn sie einen kennt, hätte sie ja drunter schreiben können. Ja. So, hier sind sogar zwei, ja, also so Uri, Schlingmeier, Quarzsand, ja. Hier sogar die Urau. Ja, ja genau. Urau. Die Urau. Die Urau. Auch interessant. Urau. Da haben sie noch ein H dazwischen geklatscht. Genau. Ja. Genau. Nehmen wir das hier weg von dem Ort. Hier ja, Uri. Dann haben wir Uri. Und der Elendswinkel. Elendswinkel. Hier, der geht hier lang. Ja. Ja. Also, es ist fantastisch. Also, Google Earth ist schon genial. Ja. So, Sabbat und Freier. Der Sabbat ist am Freitag, der Tag der Göttin Freia. Und wo finden wir den Sabbat am Freitag? Im Alten Testament und in der Tora. Und? Noch wo? Ja. Den Sabbat? Ja. Ja, ich. Im Islam. Ist die halten den Freitag, ja, ja. Halten auch den Freitag? Die halten den Freitag. Und da steht der Tag der Göttin Freia, sind wir wieder bei Frei, sind nur wieder A gegen E getauscht. Genau. Und sie ist Maria von Magdala. Ja. Genau. So. Die Gelehrten streiten sich immer, der Sabbat ist Samstag und bei den Christen wäre er Sonntag oder bei den Juden wäre er Freitag und bei den Christen wäre er Sonntag. So. Wenn man jetzt danach geht, ja, Gott hat die Erde erschaffen und am siebten Tag ruhte er. Und das soll ja der Sabbattag sein. Was ist es denn deiner? Ja, wenn auch unser Kalender nicht stimmen kann, da können auch unsere Tage nicht stimmen. Richtig. Deshalb sage ich jedem. Also kommt nicht mit dem Sabbat, kommt nicht mit dem Sonntag, sondern das haltet einen freien Tag in der Woche. Das ist Ablenkung. Ja, und den zu Ehren des Herrn, weil durch den verschobenen Kalender dürften wir alle in die Irre geführt worden sein, alle. Richtig. Egal wer es ist. Richtig. Und Freia war in dem Sinne ja keine Göttin. Ja, sie war schon, ne? Sie war Maria von Magdala ist keine Göttin. Ist, ja, sie ist die Gottesmutter. Sie ist die Gottesmutter. Ne, also das darfst du mir irgendwo nicht vergessen. Sie hat den, sie ist die Gottesmutter. Natürlich hat sie die Form einer Göttin. Ja, nur was man nachher daraus gemacht hat mit Statuen und so weiter, ja, ja. Das ist ein ganz anderes Thema. Das ist ein ganz anderes Thema. Vielleicht sollten wir auch irgendwann mal drauf eingehen, nur über die Götter ein Video zu machen, weil es gab ja solche und solche. Also vorhin habe ich ja auch gelesen, dass Zeus Perseus Gott war. Also stand da im ersten Satz. Und dann, ich habe mich immer gefragt, warum ich so gerne Opel fahre. Da ist ja der Blitz vom Zeus drin. Ja. 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 So, ja, das hatten wir gerade. Ja. Aber da hast du noch Freier ist identisch, das hatten wir auch mit Swanhild, das hatten wir schon öfters, ne? Genau. So, nächste ist, nochmal? Ach, dann ja, ist er doppelt Verzeihung. Ach, komm. Achso, hier hast du noch was runtergeschrieben, vielleicht deswegen. Wegen Kreuzling. Gegebenenfalls hat der heilige Hieronymus eine Rolle gespielt. Vielleicht einfach mal forschen. Ja, darunter ist der Hieronymus, genau. Das bezieht sich jetzt auf Kreuzlingen, der spielt da eine Rolle. Aber wie gesagt, die Hauptgeschichte oder das Mega-Ereignis schlechthin in den ganzen Streitereien war der Harz gewesen. Sachsen-Anhalt. Natürlich. Damit schließe ich gar nicht aus, dass also auch in Bayern irgendwas sich dazu getragen hat. Aber wie gesagt, das ist mir im Moment einfach nicht gegenwärtig, weil ich bin hier so in die Bande gezogen, was den Harz betrifft und was drumherum ist, also, weil es alles so eng beieinander ist. Richtig. Liegt. Und ich kann dir sagen, da ich viel in Bayern war, vor allem am Rande von Bayern gearbeitet habe bei meinem letzten Job und wurde immer wieder nach Aschaffenburg gezogen und muss sagen, dass ich dort ein gutes Gefühl hatte. Da muss man mit mir hinfahren, da gibt es ein riesengroßes Schloss, auch mit einer eigenen Kapelle darin und darin, das hat schon mal gebrannt, darin ist aus, ich weiß nicht, was das ist, weißer Basalt oder was, dort ist ein
ein Riesengebilde, wie aus dem 3D-Drucker, und das wird sogar angestrahlt und alle halbe Stunde wird dazu die Geschichte dazu erzählt. Mhm. Aber irgendwas, es ist sehr dunkel da. So. Okay. Mehr kann ich nicht sagen. Ja? Also das muss man selber erleben, sage ich mal. Okay. So, Ort Gottes Gabe. Da hat jemand geschrieben, Sabine, es gibt noch einen Namen in Thüringen, der mir als Ortsschild bei der Durchfahrt aufgefallen ist. Gott, Gabe Gottes, bei Probstzeller, Nähe Saalfeld, Rudolstadt. Hast du dazu was geschrieben? Ja, natürlich. Das Brot ist Gabe Gottes und darum ihn Ehren zu halten. Das Manna, Allahs Brotbaum. Der Brotbaum. Könnte gegebenenfalls ein Hinweis auf das vom Himmel gefallene Manna sein? Ja, und dazu haben wir in der Bibel folgende Verse. Und zwar, und das Manna hörte auf am folgenden Tage, da sie von der Frucht des Landes aßen. Und es gab für die Kinder Israel kein Manna mehr, sondern in jedem Jahre aßen sie von den Früchten des Landes Kanaan. Und die Kinder Israels aßen das Manna 40 Jahre lang, bis sie zu dem Lande kamen, darin sie wohnen sollten. Bis an die Grenze Kanaans kamen, aßen sie Manna. Kannst du da ein bisschen weiterlesen? Ja, ist ja auch interessant. Guck mal, wie viele alte Bäckereischilder es in Deutschland noch gibt. Richtig, richtig alte Gusseiser, ne? Ja. In Gelnhausen könnt ihr mal schauen, vor der Kaiserpfalz gibt es ein ganz altes, fällt mir gerade so ein. So. Unsere Väter haben das Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Und wenn des Nachts der Tau über das Lager fiel, so fiel das Manna zugleich darauf herab. Wieso wird das Manna-Brot damit verglichen, dass es vom Himmel fiel? Das ist ja, die hatten nichts zu essen, die sind ja durch die Wüste gegangen. Und Gott hat das Manna regnen lassen. Und dadurch ist das eben, sie waren aber am Meckern über das Brot. Ne? Sie haben gesagt, wir wollen mal wieder irgendwas anderes haben. Und das ist hier ein interessanter 4. Mose, 11,7 steht ja, das Manna war wie Koriandersamen und anzusehen wie Bedelion. Also Bedelion ist Bernstein. Ja? Bernstein ist an Nord- und Ostseeküste völlig normal, ist da gefunden worden. Das sind die schönsten, auch die teuersten Bernsteine werden da gefunden. Und diese Farbe ist dann eben so, ja, nein, ich habe jetzt nichts von Bernstein. Hast du was von Bernstein? Auch nicht. Okay, also so braun-gelb im Grunde genommen, kann aber jeder selber gucken. Und aber wie gesagt, Bedelion ist Bernstein. Gibt's auch im Harz. Bedelion? Bernsteinfarbene Sachen, ja. Ja, bernsteinfarbene Sachen. Gibt es im Harz. Okay, das sag ich aber nicht. Das Bernsteinzimmer, da hat ja jeder schon mal von gehört. Ne, das ist ja verschwunden. So, und das Bernsteinzimmer, das war ganz mit deutschem Bernstein. Ja, ja, das ist verschwunden. Das ist komplett verschwunden, ja. Es gibt auch ein Barbarossa-Bier, Bernsteinfarben. Das gibt es auch. Okay. Guck dir mal diese Verbindung an. Barbarossa und Bernstein. Ja. Aber du hast hier oben noch einen Kommentar, habe ich gesehen, den hast du hier rein. Ihr Lieben, euer Podcast ist besser als jede Netflix-Serie. Danke, das ist ein schönes Kompliment. Ich auch gut. Ja. Dann hast du hier geschrieben, das hat was mit dem Untergang von Atlantis zu tun, denn viele haben sich in alle Himmelsrichtungen verteilt, denn die Atlanter sind unsere Urahn. Ja, natürlich. Ja. Da kommt ja das Buch Sacharja, hui, 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 flieht aus dem Mitternachtslande. Ja, das hatten wir ja, glaube ich, im ersten Teil schon mal. Ja. Es steht also in der Bibel drin und es geht also wirklich um die Vertreibung aus dem Norden. So, und wenn du jetzt weiter runter gehst, hier haben wir jetzt eine ganz, ganz besondere Karte. Die habe ich mal zugespielt bekommen. Ich weiß auch gar nicht, wo die herkommt, die linke Karte. Aber die ist schon uralt. Und da sieht man, das, was rot eingezeichnet ist, das ist das heutige Helgoland. Das ist alles, was davon übrig geblieben ist. Und da steht auch noch Heilgelande. Heilgelande ja, ja. Steht ja, da ja. Noch. Ja? Das ist da so, das rot eingezeichnete ist der Rest. Und das war mal miteinander verbunden. Und hier sieht man, was heute noch übrig ist davon. Also, wir hatten ja eben schon mal das Thema, wir wissen, wenn wir uns diese Grafik angucken, wo die Erde so angeblich vier Scheiben so ineinander laufend wären, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Und eben das in dem Buch, was du eben erwähntest, wie heißt das noch? Ich hab was die Elke eingelesen hat.
Tatort Jesus. Tatort Jesus, da wird eben auch gesagt, dass das, dass die Insel bis an, also mit dem Land, mit dem Festland verbunden war. Mhm. So, und da fand ich das sehr schön, dass er das irgendwo so jetzt mal darstellen konnte. Dann hat jemand Wissenswertes aus der Welt 2 mitgeteilt, die versteinerten Mutterbäume hat der Kanal Fiofils Wissen behandelt. Ja, der hat sehr gute Videos übrigens, Fiofils Wissen. Ja. Und dann ging es noch, ein Ring, um sie zu knechten, da wurde der Funke gezündet. Und da hast du geschrieben, der Ring der Knechtschaft, Herr der Ringe. Ja, ganz genau. Werden wir auch noch vorstellen. Ja. Werden wir noch vorstellen. Ist ein, also Herr der Ringe ist ein Thema, ja, da wollten wir eigentlich auch noch besprechen, binden wir das mit ein. Ich muss erst machen, noch gucken. Ich muss noch gucken. Du musst, ja gut, dann wird es eh erst auch noch aufgeschoben. Okay. Okay. Weil, und das ist ja, sind ja viele Filme, das sind ja 10 Stunden Film, mindestens. Ja. Mehr. Ja, da ist ja der Krieg der Städte, ist da ja auch noch richtig bei, ne? Ja. So, dann hat Silke geschrieben, habe immer schon erwähnt, Deutschland ist das Nadelöhr weltweit. Ja, der Ausspruch hat mich, der hat mich fasziniert. Nadelöhr. Ja, da gibt es ja einen Satz. Vielleicht kannst du, liebe Silke, uns das etwas näher erläutern. Weil gerade in der Geschichte, wo wir so durch dieses, ich sag mal, durch dieses Nadelöhr uns im Moment durchzwängen, welche Erkenntnisse du dazu hast. Also kannst du mir gerne schreiben oder schreibst dem Volker, das wäre super. Oder und das Video, wie gesagt, ja, das geht, ist natürlich genauso einfach. So, da hast du hier noch was. Ah, wieder Heaven Metal Blood. Übrigens, die Steintafeln, die am Ende der Zeit wieder auftauchen. Nach dem Ragnarök soll die goldene Gesetztafeln wieder auf dem Idafeld auftauchen. Das Idafeld ist die Ebene von Asgard, Ashkelon, Askalon, Avalon. Avalon heißt Apfelland. Ja. Dann hast du hier noch geschrieben. Askalon ist Aschers Leben und das Idafeld ist das Brockenfeld. Und zwar, wenn du jetzt etwas runterscrollst, also der Brocken hieß auch Morea, Moria, Olymp und Ida oder auch Idalion. Letzteres durch den Namen der Idalia, ein Beiname der Venus, alias Lavinia, Maria, alias Aphrodite, Jesu Gattin. Ja, also er schlagt mich nicht mit den Namen, die habe ich nicht erfunden, die gehören einfach nur alle zusammen. Hier auch der Zusammenhang zu Marmaramea, weil das liegt ja direkt, wir hatten das ja eben vorgestellt, ne, der Blaue See. Die Stadt nach ihr benannt hieß Idalium und Zypros, alias Zypern. In Vergils Aeneis im 5. Gesang ist davon mehr zu finden. So, darunter habe ich dann die Statue von dem und, von der Aphrodite. Idafeld, Brockenfeld. Brocken, ne? Ja, der, genau. Der Brocken wieder. Das kann sich jeder auf Google Maps selber auch angucken, das ist kein Problem. Ja, und das ist jetzt die Büste der, oder die Figur, Statue der Aphrodite. Steht doch in vielen Saunen, zum Beispiel in griechischen, also ich kenne Saune, da steht ja auch drin. Ja, sie galt ja auch als die schönste Frau ihrer Zeit. Echt? Ja, natürlich, sie galt als die schönste Frau ihrer Zeit. Ja, und wenn du dich dran erinnerst, immer so im 17. Jahrhundert, da haben die Frauen alle so schwere Becken gehabt, so mollig, speckig und rund. Deswegen haben sie so weite Rückgang gehabt, damit man es erzählt. Ganz genau. Ja, ja. Genau, und sie war wirklich, ja. So, ah, dann hast du hier das Schild von England rein, Gemeinde Nordstrand. Und wieder Heavy Metal Blood, Engelschorf kommt von den Angeln. Ganz genau. Und das haben wir ja von dem Sven, dieses wunderbare Gemeindeschild hier von England bekommen, Kreis Nordfriesland. Und Der hat uns viele geschickt, ne? Der hat uns viele geschickt, ja. Er macht wirklich super Arbeit. Also muss ich dich mal ganz groß loben hier, Sven. Daumen hoch, 2 Daumen hoch. Und bitte bleib dran. Ich habe ja so das Gefühl, du düst im Moment mit deinem Auto quer durch Deutschland und dein Hobby ist Straßenschilder fotografieren geworden. Also wenn du da was hast, gerne, gerne wieder. So, das ist was von Sven. Ja. Mekka der Bibel. Genau, der wollte ja unbedingt wissen, wo dieses Mekka liegt, weil er sagt ja, bitte auch Namensforschung im Gegencheck in diesen nicht-deutschen Orten machen. Damit so, da hast du das hier geschrieben. Das ist die Bibel, ja. Hesekiel 38, 13, da heißt es, das Reich Arabia, Dedan. Dedan ist ein Stück des Reich Arabia. So liegt der Mahomet in Reich Arabien begraben zu Mecha. Und die Kaufleute auf dem Meer und alle Gewaltigen, die das selbst sind, werden zu dir sagen, ich meine ja, du seist recht gekommen und so weiter und so weiter. Das können wir uns jetzt schenken, kann jeder selbst lesen.
So, und jetzt zeigen wir euch, wo Mecha liegt oder Mekka. Das ist hier in Sachsen-Anhalt, das ist der Ort Mecha, man hat einfach nur ein U hinten dran gehangen. Und am Ortseingang steht denn dieses große Quadrat, rein zufällig natürlich, ja. Rein zufällig. Ach, wir sind ja so froh, dass wir Zufälle haben. Wir hätten ja sonst nichts. Aber das hatten wir doch schon mal im Video, oder nicht? Das wollten wir. Das Bild ist doch letzte Woche weggerutscht. Ah! Ja, und jetzt kommt das nächste Bild. Alles klar. Ach, du gehst ja durch. So, da ist also jetzt dieses Mekka. Ja, hier liegt es jetzt der, ja, das sogenannte Reich Arabien, Dedan. Und wenn du jetzt noch ein Stückchen weiter runter gehst, nee, das Bild ist weg. Ach, das habe ich integriert da oben schon. Mit diesem Quadrat ist ja da schon mit drin. Okay. Also das ist der Ort Mecha. Da wurde nur ein U dran gehalten. Und das ist das alte Mekka in Sachsen-Anhalt. Gut. Es gab Waldelefanten und Löwen. Das ergaben die Ausgrabung in Bilzingsleben, schreibt Vorjustein. Ja, Elefanten, Nashörner, Löwen, Hyänen und so. Es gab alle Tiere hier. Ja, wenn du mal ein Stückchen weiter runter gehst. Deswegen gibt es auch heute noch Zoos hier. Ja, so ungefähr. Ja. Ja. Also, dass es die Elefanten gab, ist überhaupt kein Thema. Wir haben, also Volker und ich, wir haben so eine Exkursion gemacht, die uns fast um den Verstand brachte, wo selbst die Dorfbewohner auf uns zukamen und haben gesagt, sucht ihr irgendwas, ihr fahrt hier pausenlos im Kreis, weil wir den Zugang nicht gefunden haben, ne? Und da sind wir eben in den Steinbruch und wir haben diese Broschüre, du warst im Harz gewesen, du hast eine Broschüre von der Einhornhöhle mitgebracht und wir zeigen euch jetzt mal, wie das Einhorn oder das Einhorn ausgesehen hat, aber wir fangen an erstmal mit den Elefanten. Also hier haben wir den versteinerten Elefanten, den wir in dem Steinbruch fotografiert haben. Also ganz deutlich auch zu sehen, die Umrisse. Man sieht, dass der quasi ja hinten so, ich sag mal, mit dem Hinterteil aufgesetzt hat. Der Rüssel vorne ist noch da, die Beine sind zu sehen, der Kopf ist zu sehen. Und alles viel, viel größer als das, was wir heute an Elefanten kennen. Viel größer, ja. Viel größer. Was schätzen wir? 30 Meter, 40 Meter? Bestimmt. Locker, ne? Bestimmt, ja. Also da waren wir letzte Woche zusammen, ihr Lieben, ja? Ja. Und da haben wir uns wirklich durch die Büsche geschlagen, buchstäblich. Ne? Da gibt es da einen dünnen Weg, der da auch ja. geht. So, und diese Größe von diesem gigantischen Urzeitelefanten, der erinnerte mich auch an Herr der Ringe, an diese Mukamil, die extrem groß waren, also extrem groß. Wer den Film gesehen hat, kann sie zuordnen. Und hier jetzt nochmal so ein paar Prachtbeispiele. Der hier, ne? Ja. Also, wenn du da unten stehst, da bist du Staubkorn gegen diesen Giganten hier. Auch das linke Bild sieht wie ein versteinerter. Und das ist ein Elefantenfuß. Wer sich mal die Sohle von einem Elefanten anguckt, der sieht, dass es da ganz, ganz große Ähnlichkeit gibt. Und das hier sieht aus wie eine versteinerte Elefantenherde. Auch der Fels sieht aus, wie die Elefantenhaut aussieht, wenn man die größer macht. Das sieht aus, dass da eine ganze Herde gestanden hat. Wahrscheinlich, um die Jungen, die dabei waren, zu beschützen. Bei dem einen hat man ja einen Jungen unten drunter gesehen, ne? Genau, da kommen wir auch noch gleich drauf. Da hast du noch drin, ja? Ja. Der kommt aber, glaube ich, zum Schluss, weil ich habe das Bild nicht gefunden. Das habe ich heute Morgen dann auf die Schnelle noch. Mhm. Kommen wir aber gleich noch mal drauf zurück. Wollen wir das mit reinbringen, oder? Die Marianne Preuß, ja, die hat es. Ich fand das sehr schön, dass du geschrieben hast, naja, wenn auch nicht alles funktioniert und man weiß, es gibt Kräfte, die uns daran hindern, aber nicht nur im schlechten, sondern auch im guten Sinne, genau. Wenn etwas noch nicht zeitgemäß ist. Aber die Marianne weiß um diese Dinge, das ist schön. So, jetzt kommt hier der Orient, damit wir das einfach alle mal klarstellen können, was Orient bedeutet. Ne? Hier steht es eben ganz klar, Himmelsrichtung, in der die Sonne scheinbar aufgeht. Warum jetzt scheinbar da steht, weiß ich auch nicht. Das ist neu. Das stand nicht immer da. Ja, vielleicht geht die Sonne ja mittlerweile auch woanders auf. So, und das Gegenwort ist ganz einfach der Okzident. Das heißt also Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Ganz klar definiert.
So, jetzt kannst du weitergehen. Da haben wir die Regina, betreff der Ley Lines. Da schreibt die Regina uns, ich habe ein Geometrie-Seminar in der Sächsischen Schweiz besucht bei Uwe Sachse. Hat schon den richtigen Namen. In Lichtenau. Er kann Auskunft geben über Ley Lines. Regina, das ist, danke erstmal für den Hinweis. Aber es wäre natürlich super, wenn du da vielleicht für uns so ein bisschen vor dich tasten könntest. Du kennst diesen Mann ja. Du hast das Seminar besucht. Wir sind völlig Fremde für ihn. Also es wäre toll, wenn du das einfach hinkriegen würdest, dass du da irgendwie mit ihm kommunizierst. Und guck mal das dir an. Die Sächsische Schweiz. Die Sächsische Schweiz. So, können wir es so stehen lassen? Mehr brauchen es gar nicht sagen. Da steht es sogar. Das steht sogar, ganz ja? genau. Weil die Schweizer Sachsen sind nicht hierher gekommen, sondern umgedreht. Ganz genau. So, Punkt aus. Der US-Präsident Donald Trump ist ein Westsachse aus Rheinland-Pfalz. Da hat doch jemand was geschrieben, bestimmt. Ja. Und die Aha, interessant. Ach, da ist Trump an Sachse. Alle Deutschen sind Sachsen. Trumps Wurzeln liegen in Rheinland-Pfalz. Ja, ist ein Westsachse. Ich habe sogar jetzt gehört, dass er auch mit Abraham Lincoln verwandt sein soll. Die sind alle miteinander. Wäre natürlich auch ein Zufall. Ne? Ja. Du weißt, wir schätzen unsere Zufälle außerordentlich. Richtig. So, hier geht es um Waberlo. Hier war Brunhild Aldert-Storberer von Odin verbannt worden. Das hatten wir doch vorhin schon. Ja, das hatten wir schon mal. Also, ne, die Technik spielt verrückt, auch selbst wenn man glauben. Küchen Hakes mit Ural der Sage. Ja gut, wir kriegen auch manchmal E-Mails ähnlich oder wir kriegen E-Mails genau. doppelt. Deswegen kann das passieren. Aber ja, ich genau, mein, die kam persönlich rein. Die kam persönlich rein, ja, deshalb. Außerdem, ich sag mal, im Gegensatz zum letzten Mal, das ist doch heute eins mit Sternchen, würde ich schon sagen, oder? Ja, naja. Ist nichts abgestürzt? Bis jetzt ist nichts abgestürzt. Wird auch nichts abstürzen. So, jetzt kommt die Sensation. Das Einhorn, meine Lieben. Oh, das habe ich nicht. Das Einhorn, seht es euch an. Ich hätte jetzt Einhorn Zweibein genannt, weil da fehlt ja was. Genau, weil die Hälfte ist ja weg. Ne? Jetzt überlegt euch mal dieses Tier, weil es ist in dieser Broschüre von der Einhornhöhle drin, dass es Löwen in der gleichen, dass es Löwen in der gleichen Höhle gab. Ja, und dieses Tier begegnet dem Löwen. Was ist das denn für ein Witz? Der macht einen Schritt und fällt um. Ja, natürlich. Allein wenn der gefressen hat, der Bauch ist voll. Er ist ja wie bei den Dinosauriern, die fallen nach vorne über. Welche Dinosaurier? Die es ja nicht gegeben hat. Moment, wollen wir kurz mal zeigen, den T-Rex? Ja, ja, wieder zeigen wir eben den T-Rex. Der zusammengebastelte, aus Knochen und Knochenresten. Ja. Und mit Mullbilden ersetzte. Ja, am schönsten finde ich seine Arme. Ja, hier. Ja, hier. Ja, ist jetzt natürlich nur Gummitier. Ich meine, gut, den ganzen. So, hier. Jetzt stell dir mal, der kann dich nicht mal vor. Der hat jetzt, ich sag mal, der hat eine Kuh gefressen. Ja? Der kommt ja mit dem Kopf gar nicht mehr hoch. Der hängt ja nur noch auf dem Boden. Das ist totaler Irrsinn, was er uns da erzählt hat. Kreative Designer. Ja, aber wir wissen, es ist alles zusammengebastelt. Es hat Dinosaurier nie gegeben. Das ist Quark. Vor allem, stell dir mal vor, der bückt sich jetzt. Der kann, die Arme kommen gar nicht mehr hoch. Der kommt auch gar nicht mehr hoch. Wenn er jetzt wirklich mal stolpert und fällt um, der kommt ja gar nicht mehr hoch mit seinem Gewicht. Da muss hinten einer kommen, der auf den Rücken springt, damit er vorne wieder hochkommt. Ich finde es gut. Das also bei so Jurassic Park funktioniert das. Ja, im Fernsehen funktioniert das alles und in Filmstudios auch. Gut. So, also ne, das können wir abhaken. Jetzt zeigen wir aber mal das richtige Einhorn darunter. So, und das ist aus Wikipedia, das ist ein Siegel der Indus-Kultur und da sieht das Einhorn aber doch ganz anders aus. Es hat vier Beine, es sieht aus wie ein Pferd, wie man sich auch ein Einhorn vorstellt und nicht dieses komische Klappergerüst, was man uns da anbietet als Einhorn. Und im Übrigen ist auf dem alten Wappen der Queen, der englischen Queen, da ist das Einhorn, die ja bekannt festgekettet. Festgekettet. Ja, aber es ist im Wappen drin. Es ist drin, aber das Schild ist ja weg vom Buckingham Palace. Es ist jetzt von diesem. In Gotha ist das auch weg. Ja? In Gotha ist das auch weg. Da gibt es auch kein Wappen mehr von da dem. Da hat nämlich Eva Bunfieber gesagt, das Einhorn wird jetzt von der Kette gelassen. So in der Art. Das fand ich gut. Ja, das fand ich gut. Also das Einhorn wird von der Kette gelassen und der Adler aber bitte auch. Das eine geht gar nicht ohne das andere. Ja, genau. So, die Siebenfaltigkeit. Ist Bartingman schreibt, ist euch die Siebenfaltigkeit bewusst? Heptatico der Bibel, da hast du geschrieben.
So, und ich habe mich hier auf etwas berufen aus den slawisch-arischen Venen. Und ich weiß nicht, ob das identisch ist, kann ich nicht sagen, aber er kann gerne dazu kommentieren, ist kein Problem. Es gibt den sogenannten Erdenzyklus und dieser Erdenzyklus besteht nach den slawisch-arischen Venen aus 144 Jahren. Und so ein Weltenzyklus dauert dann eben 7 mal 144 Jahre, das sind 1008 Jahre. Und die sind abgelaufen. Jetzt, die sind jetzt abgelaufen. Nee, wir sind schon in der Nachspielzeit. Ja, natürlich, wir sind schon in der. Wie nennst du das? Ich spiele kein Fußball. Elfmeterschießen oder sowas? Also es werden gerade die Spieler ausgewählt, die Elfmeterschießen müssen, ja, so können wir das sagen. Aber wenn du da Näheres weißt, wie gesagt, kannst du dich gerne an uns wenden, überhaupt kein Thema. Oh, hier haben wir wieder ausnahmsweise Heavy Metal Plot, sehr, sehr eifrig. Er hat super, also super Sachen. So, die Leuwarden hatten wir doch schon mal, oder? Grenzland und der Atlantische Loki. Der Atlantische Loki ist Lucifer, genau. Mit dem keltischen Gott Luke, ja, das passt ja, Luke. Genau, Luke und Druck. Keltischen Gott, den haben wir da oben auch in dem Buch, denn den hatten wir letztes Mal schon erwähnt. So, ja, mit dem Musikstil. Ich weiß, also der liebe Volker, der liebt ja auch den Heavy Metal, ne? Nein, Hardrock. Oder den Hardrock. Ja. Aber jetzt kannst du entscheiden, ob ich da aus dem Buch hier diesem... Nein, es gibt Videos, die sind entweder, da geht es nur um satanische Musik, aber es gibt keiner, du brauchst das nicht, du kannst das vorlesen, das trifft aber nicht für alle zu, ich sag's nochmal. Es ist aber eben von Jesus Samanda. Hast du was markiert oder was? Ja, ich habe da einen Teil, ich will auch nicht alles vorlesen, aber das kannst auch du gerne vorlesen, das ist kein Thema, und zwar... geht es, Moment. Ja, welche ist denn von den 300 Waffen? Mach mich nicht kirre. Hier, da steht doch, verkündet Rockmusik, so. Es geht nicht um die Menschen, die heute, du hörst das gerne, du bist ein gefestigter Mensch, du bist schon gefestigt in deinem Charakter. Ja. Es geht um die Wirkung auf die jungen Leute. Die hören das ja gar nicht mehr, die hören alle Rap. Ja, das ist ja noch viel schlimmer. Deshalb, den kannst du ja im gestreckten Galopp die Schuhe besohlen. Aber hier geht es jetzt um die Rockmusik. Hier geht es jetzt speziell um die Rockmusik. Ich finde den Rap schlimmer. Es gibt viel, viel schlimmeren Rap. Es mag sein. Es kommt auf den Menschen drauf an, wie es wirkt. Nee, der Mensch weiß nicht, wie das auf sich wirkt. Doch? Nee, der Mensch weiß erst, wenn er älter ist, wie Rock auf sich wirkt. Also mir hat es geholfen, mein ganzes Leben lang. Ich sag dir so, wie es ist. Der Rock hat mir sogar in den letzten Jahren den Arsch gerettet. Manchmal, wenn ich so down war und hab das gehört, dann ging es mir wieder gut. Das macht, weil das, ich aber auch Texte höre, die ja, vor allem um Liebe gehen. Ja, das mag sein, aber wie gesagt, für einen jungen, charakterlich unausgeprägten Menschen, der noch instabil ist, also, da hat das... Ich sag's doch ganz einfach. Diese Musik hat bei jedem eine andere Auswirkung, je nach Bewusstseinszustand oder je nachdem, wie er lebt. Und man, das ist ein Thema, da würde ich gerne ein eigenes Video drüber machen. Sag gut, ich so. Gut, machen wir das. Das ist okay, gerne. Ja. Machen wir ein eigenes Thema zu, okay. Weil er oder sie, ich weiß nicht, ob es er oder sie ist, zum Beispiel, ist mit Sicherheit bewusst, ja. Also ich muss dir sagen, ich habe mir in meiner Jugend, ich habe mir auch Led Zeppelin angehört. Status Quo war für mich nie, oder Deep Purple in Rock war für mich nie was. Black Sabbath, da gab es ein, zwei Stücke, oder Uriah Heep, aber ja, die ansonsten... Die sind geweiht. Ja, aber wie gesagt, es wirkt schon, also... Es hat auch in meiner Jugend auf mich gewirkt, wenn ich diese knallharte Musik gehört habe, ich hatte so richtig Frust, so dann richtig laut, und der Vater hat dann unten einfach die Sicherung rausgeknipst und hat gesagt, jetzt ist aber gut. Ne? Bei mir nicht? Ja, bei uns aber schon. Ich mache die fröhliche Musik, fertig. Ich war eh nie Akku oder so. Außerdem habe ich ein T-Shirt, da steht was Geiles drauf. Ja. Das habe ich mir gekauft. Da steht drauf, hier oben so ein kleines, in the end, Rock and Roll will save us all. Steht da drauf. Da kann natürlich eine Tür sagen, gesagt, du meinst Buch, die da. Das Buch heißt Satans Trommler, und der Professor Veit sagte in seinem Vortrag, die Trommeln werden am Ende der Zeit eine riesige Rolle spielen. Mhm. Kann sich ja jeder den Vortrag von dem Professor Veit angucken. Er sagt das, also die Musik, gerade die Musik in der Endzeit, die wird eine riesige Rolle spielen. Und du weißt ja, wann marschiert man am besten... Wenn der Trömmelsche geht. Ja, hier, gerade hier. Ganz genau.
Beim Dreigestirn. Okay. So. Ja, da haben wir nochmal das Horn von Afrika. Das, ich glaube, das hat sich jetzt Heavy Metal Blatt erledigt. Nachdem wir Afrikaland geklärt haben, hat sich auch das Horn erklärt. Ja. Ne? Ah, hier ne, ja, das ist die Daniela Weiß. Daniela, du kommst aus einer Nachbarstadt von meiner Freundin. Du kommst aus Schapen. Meine Freundin ist in Hobsten geboren. Wenn du unterwegs bist und siehst dieses Schild Bagdad nochmal, dann bitte Namen drauf und schick es uns zu, weil das ist geradezu grandios, ne? Das würde. Ja, definitiv passt ja zu unserer Sache. Würde super im Moment sich einfügen. Wo ist denn das Schapen? Ist das auch in. Schapen ist, das ist Grenze Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen. Ah, passt ja. Passt. Lingen, da oben die Gegend ist das. So, da hast du das eingefügt? Genau, hier haben wir auch das Schild Ägypten jetzt aus Osnabrück. Ja, wir haben noch mehr so Klöpse. Ja, ja. Stellen wir alle im Laufe der Zeit noch vor. Ja, ich habe dir ja, in Telegram habe ich ja schon ein paar gezeigt, also da können wir auch gucken. So. Ja, aber Kaldingen, da schreibt der Tom Spock, Kaldingen gleich, Moment, wo sind das? Nicht. Hier unten, da. Da, Kaldingen ist Keldinge, Finnland. So, das ist die Angelika Bufe, die da geschrieben hat. Und hier bei der Präsentation, da hatte der Tom uns den Tipp gegeben, so mit einem, mit diesem Impress zu arbeiten. Auf die Idee sind wir auch gekommen, aber wir werden da im Laufe der Zeit etwas ganz anderes finden, wo das reibungslos funktioniert. Es ist halt eben alles im Moment, wir sind ja keine Profis, ne? Es sind natürlich viele da, die uns helfen möchten, aber es ist ja nicht so, dass ihr jetzt gerade hier um die Ecke wohnt und vorbeikommen könntet. Es geht auch hauptsächlich um die Informationen. Ich denke, heute mit dieser PDF klappt das doch ganz gut. Und dann zwischendurch kann man auch mal agieren und kann mal kurz ins Google gehen, wenn wir so Ideen haben. Ja. Es geht auch um die Informationen und ich denke, das läuft heute ganz gut. Also die Angelika mit dem, jetzt gehst du bitte noch mal ein ganz kurzes Stückchen rauf. Keldinge gleich Finnland. So, jetzt kannst du runtergehen. So. Und dann steht hier Finnland. Es gibt im Film Herr der Ringe gibt es den Elb Finwe und Fingolfin. Es gibt ein weiteres Finnland bei Dresden. Und da gibt es auch einen Zusammenhang. Werden wir aber an einem späteren Zeitpunkt noch stellen, weil es gibt da mehrere Städte in Deutschland mit der Anfangssilbe Finne. Genau. Die müssen erstmal miteinander verbunden werden, weil darauf kann man Rückschlüsse ziehen. Und Dresden wolltest du ja auch, glaube ich, nochmal eigentlich ein eigenes. Dresden kriegt ein ganz eigenes Thema. Also die Sachsen kriegen ihre eigene Geschichte und die Thüringer kriegen sie auch. Gut. So, hier hat die, oder der. Boy Legend Killer Lila geschrieben, ein Link geschickt, der funktioniert aber leider nicht. Nee, der funktioniert leider nicht. Und zwar geht es da um Fischhausen Petrus, also die Geburtsstadt der drei Apostel. Und ich habe am gleichen Abend dann noch reingeklickt. Mhm. Der Link war direkt platt. Okay. So, dann haben wir hier Hanseatus, der dann sagt, Gott straft nicht. Ja, dann musst du dir aber die Frage stellen, was ist Karma anderes als eine Form der Strafe? Mhm. Ja, wenn du dich ordnungsgemäß verhältst und lässt dir nichts zu Schulden kommen, dann hast du wenig Karma und das kannst du im Laufe der Zeit abarbeiten. Aber wenn du natürlich, ich sag mal, so ein richtig dickes Konto hast mit, ne, mit vielen Ausrutschern etc. pp., dann häufst du entsprechend Karma an und das ist nichts anderes. Und dann heißt es ja auch, hier zum Beispiel, da sagt Christus, wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet, wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Gottes. Und zugleich sagt er in Johannes 16, 11, er aber sprach, euch ist es gegeben zu wissen das Geheimnis des Reichs Gottes, den anderen aber in Gleichnissen, dass sie es nicht sehen, ob sie es schon sehen, und nicht verstehen, ob sie es schon hören. Von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist, Johannes 16, 11. Also der Fürst ist gerichtet und wenn der gerichtet ist, ich glaube, dann gilt das für alle.
Ich sage es immer anders, für die, die das nicht so mit der Bibel hören wollen, ist ganz einfach. Wer sich an die gottesgegebenen Naturgesetze hält, kann niemals falsch handeln. Genau. Und wer nicht weiß, welche die sind, der schaut mal auf mein Video. Ich habe sie, Marc Passio hat davon ein 8-Stunden- oder 10-Stunden-Video. Ich habe es geschafft in einer Stunde fast und das nennt sich das 7. Kapitel aus einem Buch, das ich vorlese. Und da sind die Naturgesetze drin und nichts anderes hat Jesus übrigens gelehrt, außer die Naturgesetze. Ja, nur halt in ganz anderen Worten. Ja. Na? Und wer sich nicht daran hält und gegen die Schöpfung handelt und gegen Menschen handelt, der bekommt das genauso zurück. Und, ganz genau. Und das war jetzt in Karma. Einem in interessant, rasanten Tempo. Genau, es geht jetzt im Moment extrem schnell. Ich sage zum Beispiel, jeder Mensch, der einen Unfall hat, den hat er sich selbst zuzuschreiben. Mhm. Da sagt, nee, mir ist doch einer draufgefallen. Nein, nein. Mhm. Nein, nein. Den solltest du bekommen. Ja? So. Deutschland in alter Zeit, das hatten wir eben schon mal gehabt. Also Teutrania, theodisch ist gleich die ist deutsch. Siehe, er hat Landmann, da haben wir auch schon mehrfach Bücher vorgestellt. Die Götter sprechen Deutsch oder Weltbilderschütterung kann man sich als PDF runterladen. Theo, Teu, Theo, Zio, Zeus ist eins. Und damit, glaube ich, hat sich das Thema jetzt, ob es Deutschland gab oder nicht gab, hoffentlich letztmalig erledigt. Dann können wir weitergehen. Ich glaube, wir sind auch jetzt gleich am Ende. Hier geht es um Kritik. Ihr macht euch die Welt, wie sie euch gefällt. Hat nur leider nichts mit der Wahrheit zu tun. Recherchiert doch bitte einmal ehrlich, also mit Interesse an der Wahrheit und nicht mit der Absicht, euch selbst in eurem Konstrukt zu bestätigen. Dann würdet ihr wissen, dass die vielen fremden Ortsnamen in Deutschland, es gibt hier zum Beispiel auch Kalifornien, nichts mit dem zu tun haben, was ihr euch ausdenkt. Also die 8 Jahre hast du jetzt nur... Also ich glaube heute, alleine was wir heute vorgestellt haben, egal ob das Mekka ist, ob das Waterloo ist, Napoleon und die Dinge passen einfach so ineinander. Und wenn er glaubt, dass das eben nicht passt, ich meine, er hat jetzt 3 Teile, hat er ja schon von uns gesehen, jetzt hat er den 4., dann komm, dann fordere ich dich heraus, belege das Gegenteil. Und wenn du das nicht kannst, und das ist jetzt nicht böse gemeint, sondern ganz einfach, du forderst mich heraus und ich fordere dich jetzt im Gegenzug heraus, belege etwas. Wenn du das belegen kannst, können wir 2 darüber diskutieren. Und wenn nicht, dann bitte besser schweigen. Oder er soll einen Ort finden, ein anderes Land, wo alle Länder zu finden sind. Wo alle Städte, wo alle Länder, wo alles zusammenpasst. Ja, so. Also diese Kritik hier ist einfach haltlos und gar nichts, sondern einfach, das sollte einfach nur von... spielt keine Rolle. Und damit machst du auch Arvins Arbeit kaputt, ja? Meinst du, ihr macht das 8 Jahre Tag und Nacht und dann so eine Antwort zu bekommen? Also entschuldige, aber da stehe ich dann wirklich drüber. Ja, nee, es ist nicht... Okay. Ja. Wie gesagt, konstruktive Kritik immer gerne, immer. Aber das hier ist haltlos. So, dann ein E-Book. Wieso veröffentlicht ihr denn nicht alles in einem E-Book? Wäre das nicht einfacher als gedruckte Bücher? Es würde sich doch auch super schnell verbreiten. Ja, natürlich, aber das ist eben kein Ramschartikel. Ja, wir schreien hier nicht um den letzten Kohlkopf auf dem Jahrmarkt. Wer will den haben? Kriegt einen Spott billig und noch ein paar Eier dazu, wenn er nur nimmt. Sondern hier geht es um ein hochsensibles Thema. Um das Thema. Um das Thema. Um das Thema Weltgeschichte. Und sicherlich haben wir uns schon Gedanken gemacht. Und ich bin auch zu dem Entschluss gekommen, dass es Hörbücher geben wird. Aber das ist alles für die Zukunft. Das ist nicht heute, das ist nicht morgen. Wir haben auch schon Kontakte aufgenommen, die uns da unterstützen. Sogar auch andere Sprachen und so. Ja, auch in anderen Sprachen. Das wird alles kommen, aber wie gesagt, alles zu seiner Zeit. Es ist auch schön, ihr habt ja auch geschrieben, ich habe Erfahrung mit E-Büchern, falls ihr Hilfe braucht. Das ist toll, aber wie gesagt, das ist noch Zukunftsmusik. Kedingerland. Die Gegend in der Nähe von Stade heißt Kedingerland. Das Papsttum gibt es rund 2000 Jahre. Ich sag nicht. Also vielleicht gehen wir erstmal auf das Kedingerland ein. Ja, bitte. Also das Papsttum gibt es 2000 Jahre, wissen wir ja eben nicht, weil der ganze Kalender falsch ist. Ne? Wir lassen das einfach jetzt so stehen, weil ich will den Professor Laster da auch nicht in das Handwerk pushen. Hm. Er sagt, die Zeiten stimmen alle nicht und deshalb lassen wir das einfach so stehen. Und wir werden uns auch künftig auf keine festen Daten, wenn ich sie nicht informativ aus ganz, ganz sicherer Quelle
persönlich kriege, werden keine festen Daten genannt werden, weil es einfach nicht möglich ist. Kann jeder selbst überprüfen. Ja. Und zwar an alten Häusern, gerade Fachwerkhäusern, da schaut ihr euch die Daten an, die meistens drinnen stehen. Dann sind Häuser, die identisch gebaut sind. Bei dem einen steht aber 200 Jahre später da. Obwohl er genau dieselben Gravuren und alles hat. Mhm. Ja, daran seht ihr schon, dass es nicht stimmt. Ja, da ist so viel gemagelt und gemogelt. Wie gesagt, und die Wahrheit, die wird der Vatikan kennen in seinen Archiven, aber wir kennen die nicht. Ja, ich glaube, Putin hat da, glaube ich, auch noch was in. Ja gut, mach ja sein. Mach ja sein. Aber wir können hier als, Laien, wir können das zeitmäßig überhaupt nicht einsortieren. Das ist absolut unmöglich. Es sei denn, du kannst mir mal den DeLorean ausleihen von Zurück in die Zukunft. Das könnte ich mal, das ist da mal, ja, können wir mal ich vielleicht auch nochmal. Aber wenn ich was verändere, ist schlecht in der Vergangenheit, dann wird die Zukunft schlecht. Also ich lasse ich bleib lieber hier. Ich bleib lieber auch hier. So, jetzt kannst du mal wieder vorlesen. Mit der Gegend, das hier meinst du? Ja, und, das Kedinger Land, ja? Ja. Das Sprichwort ist aus dem Kediger Landrecht entlehnt und will sagen, dass nach dem Rechte verschiedener deutscher Völkerschaften die Eltern nicht miterben, wenn ihre Kinder sterben, sondern dass sie bei der Erbfolge von der Seitenlinie ausgeschlossen werden sollen. Der allgemeine Satz, welcher dadurch ausgedrückt wird, ist wohl aber der, dass kein Erbe zurück oder aufwärts geht, als bis alle Nachkommenschaft gänzlich mangelt. So, jetzt geht's weiter. Der westliche Küstenstrich längs der Watte der Nordenweser heißt das Land Wursten. Heißt das echt so, ja? Ja, das heißt Wursten. Der Strich zwischen Oste und Elbmündung im N von Stade, Norden von Stade, Kedingen im Westen durch das große Kedinger Moor begrenzt und das Uferland von Hamburg an der Estemündung das alte Land. Altes Land ist die fruchtbare Marschebene, 120 Quadratkilometer an der Elbe, bei Stade zwischen Buxtehude und Stade mit dem Hauptort York. Ist das wieder dieses? Das ist wieder dieses englische York. Ne? Ja. Siehe auch Straßenschild England. Es scheint tatsächlich mit dem ältesten Erbrecht in Verbindung zu stehen. Der Name Altes Land geht auf die ganz alte Geschichte zurück, auf die wir an späterer Stelle noch zu sprechen kommen werden. Weil es mit England direkt im Zusammenhang steht. Und England haben wir noch nicht thematisiert und werden wir auch heute nicht. Mhm. So, ein Tipp gibt es hier. Ihr solltet euch mal mit dem... Ah, das hatten wir doch schon. Ach, das hatten wir schon, okay, dann... Sehr guter Tipp, ja. Ist nicht schlimm. Starborn. Ah, von Starborn. Ja. Das kann man aber nicht so lesen. Das schreibt sie doch. Ach, das war das Jesus bedeutet Schwein. Ja, und da hast du doch das Bild, ne? Da ist unten drunter, kommt jetzt das Bild. Jesus bedeutet Schwein. Nein, es ist nicht da. Ach, das ist jetzt nicht wahr, ne? Ich hatte das dir geschickt, ne? Wo habe ich das gemacht? Dich noch gefragt, hast du das? Das ist, noch? Das habe ich gemacht in, ja. In Neber Rüdesheim habe ich das gemacht. Ich hatte es schon mal im Telegram-Kanal, da ging es da um ein Bild, wo Jesus an sogenannten Abendmahl sitzt und auf seinem Teller ist ein Schwein. Darum und dann ging passt es. Das nämlich dann zusammen. Passt es, Jesu, je heißt Sus, ich Schwein. Ja? Ja. Ist auch wieder eine Verhöhnung, nur mal so gesagt. So, ich denke, wir sind zum Ende. Ende angekommen heute. Bitte? Wir sind heute sehr, warte mal, ich schalte mal kurz aufs Bildung. Wir sind heute bei insgesamt fast 3 Stunden. Oh, schon wieder so viel. Wir machen da 2 Teile draus, weil wir haben eine Pause gemacht. Und würde sagen, wir sehen uns wieder. Wir sehen uns wieder. In kurzer Zeit. Wir sagen jetzt nicht in einer Woche, sondern in kurzer Zeit. Und genau. Wir möchten ja auch nochmal demnächst zum Hermannsdenkmal fahren. Und dann werden wir darüber ein extra Video machen. Gut, lieber Arwen. Ja, ich bedanke mich also für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt reichlich Informationen bekommen. Mir raucht der Kopf. Also, ich wollte auch noch was zu den Riesen machen, aber das werden wir vielleicht das nächste Mal machen. Ja. Diese riesigen Tiere, ja. Weil ich habe noch einen alten Screenshot gefunden, ich weiß nicht, wann ich den mal gemacht habe. Also in der alten Zeit war alles 40 Mal größer als heute. Ja, und um da irgendwo eine Vorstellung zu kriegen, werden wir das ganz einfach beim nächsten Mal machen. Genau.